Und zwar, ja. Ihr kennt einander. Ich habe gerade schon erwähnt, es gibt Leute bei euch, die über Psi-Kräfte verfügen, was seitens der Weltregierung im Zentrum eigentlich total verboten ist, allerdings genauso wie Blendlinge oder Mutanten. Also genau genommen ist so ziemlich jeder, außer Maxis Charakter von euch, sowas von fucking illegal. aber das schweißt halt auch irgendwie zusammen. Und warum ist Maxi auch, denn dabei? Nein, Quatsch. Was auch zusammenschweißt, ist die Tatsache, dass irgendwie gefühlt alle eure Charaktere eine Alkoholunverträglichkeit haben als Nachteil. Normal. Was bedeutet, dass ihr die Crew seid? Die Crew, die in erster Linie Grollhornmilch, Wasser oder alkoholfreie Cocktails trinkt und sich gerne mal in einem neutralen Etablissement namens dem Stillwater Casino aufhaltet. Ihr verdient euer Geld auf verschiedenste Art und Weisen, meistens durch, ich sag mal, Plattsöldnerei oder hey, du siehst aus, als ob du das nicht mehr brauchst. Nimm irgendwas aus den toten kalten Händen. Ansonsten hat jeder von euch natürlich seinen Hintergrund, seine Historie, die er irgendwo mit in die Gruppe bringt. Aber was gemein hat in der Gruppe ist, dass wenn ihr zusammen seid, dann ist das eigentlich so eine Art Ruhepol. Das heißt, ihr wisst, den ganzen Stress da draußen könnt ihr mal kurz hinter euch lassen, ja. Obwohl Jonathan immer in seiner krassen Kleidung unterwegs ist und einen auf ich wandere in Zitadellstätten ein- und ausschnösel macht mit unglaublicher Ausstrahlung. Oder Julie Werner mit ihrem berühmten Hintergrund als weltbeste Schwertkämpferin des Planeten. Manchmal vielleicht auch ein bisschen hochgestapelt. Aber das alles lässt man halt hinter sich. Wenn man weiß, ich werde von denen hier nicht doof angeguckt, wenn ich mir gleich mein Milchbärtchen wegschmiere, weil ich keinen Alkohol in dieser Kneipe hier trinke. Und psi-begabt von euch ist Drakkar, Chigo und Julivana. Von Görbsen wisst ihr alle, den sollte man möglichst nicht in einen Kampf verwickeln. Ihr habt zwar immer nur gehört, dass er sagt, du magst es nicht, wenn ich böse bin oder wenn ich wütend bin. Ja. Aber es gibt so ein paar Sachen, die glaubt man einem einfach. Und das gehört dazu. Und Jonathan lebt einen großen Lebensstil, ist auch eures Wissens nach der einzige von euch mit einem Unterschlupf, hat aber in der Regel kein Geld. Wie viel Geld ihr dabei habt in Bargeld, seht ihr auf der zweiten Seite von eurem Charakterbogen in Roll20. Wenn ihr also nochmal in Roll20 reinhüpfen wollt, da fehlen nämlich noch drei. Moment, wie komme ich denn genau da weiter rein? Also ich sehe No Return, Launch Game habe ich gedrückt und dann? Genau, und dann bist du eigentlich da drin. Chigo ist drin, da du jetzt auch. Ja, kommen sie. Genau. Aber wo finde ich die... Den Charakter-Cheat findet ihr rechts oben. Da habt ihr einmal markiert den Chat. Das ist das erste. Und der dritte Reiter ist das Notizbuch oder Journal. Da findet ihr euren Charakter-Cheat. Den könnt ihr auch als Pop-Out rausmachen. Und da würfeln wir auch drüber. Über das Charakter-Cheat oder was? Ja, genau. Weil dann könnt ihr nämlich da Fertigkeiten oder Attribute direkt anklicken. Dann befüllt ihr das in dem besten Fall alles automatisch vor. Und ihr müsst nur auf Würfeln klicken. Moment, stopp. Ich habe Character Sheet auf Seite 1. Da sehe ich so ein bisschen, was ich kann. Genau. Bio und Info ist bei mir leer. Genau, aber auf dem Character Sheet hast du oben auch noch Ausrüstung und Psi zum Beispiel. Wo ist das? Eine Zeile tiefer unter Bio. Das sieht aus, als ob das zum Blatt dazugehört. Genau. Aber du kannst da drauf drücken. Das sind eckige Kästchen oben am Kopf des Blattes. Also ich habe Bio und Info, Attributes und Abilities. Das ist leer, grau. Ja, unter Character Sheet klickst du an und dann siehst du direkt darüber, über dem Charakternamen, steht Charakterblatt und daneben steht Infos und Ausrüstung und daneben steht Psi. Und die kannst du dir da zum Beispiel auch
angucken. Und da siehst du bei Infos und Ausrüstung, wenn ihr da drauf klickt, steht ganz oben euer Geld. Oh. Wenn da nichts drin steht. Geld? mehr als null. Geld ist wieder wichtig, ja. Mehr als null ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Viel wäre im vierstelligen Bereich. Also für 50 New Dollar bekommst du ein großes Laib Brot oder 50 Schuss Vollmantelgeschosse. Nur damit man auch mal so die Wertigkeit in der Welt hat. Ja? Oh. Munition ist teilweise günstiger als Nahrung. Mhm. So mal für so 200, 300 New Dollar kommt man halt auch gut 5 Tage über die Runden. Oder gut, man kommt über die Runden. Oh Gott. Das heißt, wenn wir jetzt eine Waffe kaufen sollten, dann gehen wir bei Infos und Ausrüstung, geben wir die da an. Also ja, das könnt ihr, genau, das könnt ihr dann da eintragen. Okay. Aber das so fällt bei euch auch relativ klein. Welches Feld? Das ist überhaupt alles zum Eingeben. Dieser Character Sheet ist so ein kleines Viereck eigentlich. Ja, du kannst es rauspoppen. Popp das mal raus. Oben links machst du, und dann hast du, kannst du es in groß ziehen einfach. Okay, aber sollte ich auch irgendwie ein Spielbrett sehen? Nee, nope. Okay. Gut. So. Also das heißt, das haben wir auf und wir haben auf der anderen Seite noch die App auf, quasi auf dem ersten Reiter-Chat, wo wir dann nachher drin würfeln. Oder würfeln wir in den Charakterbogen, den wir gerade... Nee, ihr würfelt in den Chat. Ja, okay. In den Chat von dem Charakterbogen aus. Mhm. Genau, ihr seht ja schon ein Beispiel würfeln. Also ich habe meinen Charakterbogen links auf und das Chatfenster rechts, das war's, ja? Ja. Genau. Mhm. So, dann da wir... Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Nachmittag, wann auch immer ihr zuschaut. Und natürlich Hallöchen an die da draußen, die gerade live dabei sind. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und wir spielen No Return. Wir spielen Pen Paper und diesmal mit einer ganz neuen und einer riesigen Gruppe zugleich. Es freut mich, Hallo sagen zu dürfen an Julie. Hi! Hallo Manni und alle. Hallöchen Dalu. Hallo. Hallo Gibi. Hallöchen. Guten Tag. Grüß dich Chigo. Hallo. Und hallo Maxi. Hallo, hallo. Meine Güte. So viele Menschen. Und ich würde sagen, wir hampeln auch nicht lange rum, sondern... Wir starten direkt ein in unser Theater of Mind, in unser Rollenspiel. Es ist Endzeit. Es ist düster, es ist dreckig. Es ist eine mögliche Zukunft. Eine mögliche Zukunft, die geführt und geleitet wird von einer Weltregierung, vom Zentrum. Das Zentrum hat die Geschichtsschreibung, die Sprachen, die Religionen, so ziemlich alles reglementiert. Und sagt, wir sind im Jahre 5414. Genauer noch sind wir heute am 103. Tag diesen Jahres. Wir befinden uns in einem kleinen Städtchen namens New Jersey City. Einem Ruinen, Anarchie geplagten Städtchen, das eigentlich vom Zentrum meistens außen vor gelassen wird, weil das Gesocks, was da lebt, das interessiert eigentlich kaum jemanden, außer die, die da leben. Und die gesamte Stadt wurde aufgeteilt unter 4 großen Gangs. Wir befinden uns in dem Bereich der Samurais, einer asiatisch angehauchten Gang, die ziemlich viel Ähnlichkeit mit Yakuza oder Triaden aus unserer heutigen Zeit hat. Aber unsere lieben Protagonisten gehören nicht zu dieser Gang, sondern genießen das neutrale Leben in einem ehemaligen Atmosphärenumwandler, in dem ein namenhaftes Casino eingebaut wurde, das Stillwater Casino. Unterteilt in 2 Bereiche, dem für das normale Publikum und dem VIP-Bereich, wo es Luxus pur gibt. Es gibt Bordelle, es gibt Alkohol, es gibt Drogen, es gibt alles. Aber wir sind nicht in diesem Luxusbereich. Wir sind in dem normalen Bereich. Wir sind vor der Doppeltür, die von Bodyguards
bewacht ist. Wir sind in dem Bereich, wo man vielleicht drei Spieltische hat, die auch wirklich mit einem Groupier besetzt sind und ansonsten nur einarmige Banditen oder etwas dergleichen. Es gibt eine große Bar, die von wenigen Angestellten bedient wird und auch gar nicht so viele Leute, die noch bei klarem Verstand daran sitzen, außer einer kleinen Gruppe von 5 Personen. Und wie diese kleine Gruppe aussieht, sprich, was sie für Kleidung tragt oder wie er im Allgemeinen aussieht. Wir sehen das hier im Overlay an den Charakterbildern bereits, aber man kann es natürlich schlecht einschätzen, wie groß ist jetzt jemand, sind das wirklich blonde Haare oder irgendwas. Deswegen würde ich einfach mal sagen, beschreibt euch bitte mal der Reihe nach, wie eure Characters aussehen und was sie so bei sich tragen. Alle Waffen, weil ich weiß nicht, warum ich es erwähne, alle Waffen, die länger als ein Unterarm lang sind, musstet ihr am Eingang abgeben. Ja, die kriegt man dann auch wieder. Nur just saying. Und ja, Julie, deine Rapiere sind tatsächlich nicht so lang. Das heißt, die könntest du mit dabei haben. Oh, gut. Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Ich würde sagen, wir machen einfach mal von hier aus. Zählt mein Gehstock als Waffe? Nein, dein Gehstock zählt nicht als Waffe. Okay. Es ist doch keine Waffe, oder? Gut, dass wir das geklärt haben. Julie, wie schaust du aus? Erzähl uns was. Okay, mit Waffen, ja? Ja. Okay. Ich sehe aus, also hier sieht man es ja schon angedeutet, ich bin eine hochgewachsene Figur mit, ich denke mal, einer schneidigen Figur, denn ich bin wendig, schnell und oft im Schatten. Und ich muss auch agil sein, deshalb halte ich mich immer in Form. Ich habe meistens 2 Rapiere, die sind meine Spezialität. Und die Haare habe ich immer auf der einen Seite weggebunden und auf der anderen Seite fallen sie nach vorne, denn die Haare, die sollen ja nicht stören, wenn ich meinen Kampf verwickelt bin. Und passend dazu trage ich natürlich dunkle Kleidung, damit ich nicht so gut gesehen werde bei Nacht. Und da du die Haare auf der einen Seite zurückgebunden hast, kann man, glaube ich, auch erkennen, dass du spitze Ohren hast. Ja, tatsächlich. unter dem Headset. Habe ich spitze Ohren, ja, in der Tat. Was dich als eine der illegalen Spezies des Planeten ausweist, denn du bist ein Mischling aus einem Adivasi. Das sind welche mit langen Ohren, so ein bisschen blutelfenmäßig vom Aussehen her, die akzeptiert sind, aber die sich halt nicht mit Menschen und Evos, vermischen dürfen. Und das ist in deiner Blutlinie passiert. Weswegen ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, einfach nur, weil du existierst. Ja, blöd gelaufen. Genau, nichtsdestotrotz bist du heute da und lebst. Und neben dir am Tresen steht Drakkar. Guten Tag, meine Freunde. Ich bin knapp 2 Meter groß und 28 Jahre jung. Ich muss keine Waffen mitnehmen, denn meine Fäuste sind meine Waffen. Und ich bin eine unaufhaltbare Kampfmaschine und mein Bandana hilft mir dabei. Aber dazu erzähle ich euch noch nicht. Sehr gut. Und durch deine leicht gelb getönte Nachtsichtbrille, die du trägst, kann man allerdings etwas erkennen. Und zwar, dass Drakkar das, was bei allen anderen weiß im Auge ist, der Augenball, ist schwarz und die Iris ist rot. Sieht man allerdings auch nur, wenn man ihn wirklich direkt face-to-face und wenn man jemanden so unanständig tief in die Augen schaut, dann hat man entweder danach ein anderes Problem oder man ist in einer anderen Situation.
Wer steht denn neben Drakkar? Ich denke mal Görbsen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Görbsen. Ich bin 21 Jahre jung. knapp 1,77 Meter und 69 Kilo schwer. Was mich zu einer sehr grazilen und unscheinbaren Persönlichkeit macht. Ich trage einen langen Mantel, der dafür sorgt, dass ich zwischen diesen ganzen verschiedenen Wesen und Arten von Menschen gar nicht so sehr auffalle. Das ist auch mein Ziel. Ich bin erst etwas zurückhaltend und überblicke Situationen. Und ja, ganz genau, das bin ich. Und wen haben wir noch da? Chigo. Hallo, ich bin ein bisschen besonders, denn ich bin ein wenig, ich habe gute Ohren, wie man vielleicht erkennen kann. Ich habe große Fuchsohren und tierische Instinkte, meine Freunde. Das heißt, hier wird nicht gelogen. Ich bin 1,60 schmal und grazil gebaut, weil ich schleiche gerne in den Schatten und bin eher gerne unauffällig unterwegs. Und ja, ich habe meine Waffe immer dabei, denn meine Waffe ist mein Arm, den ich leider in einem Unfall verloren habe, daher auch meine große Narbe. Aber Körperteile kann man ersetzen, von daher gar kein Problem. Die Robotik, die du trägst anstelle deines einen Arms, ist Hightech, viel wert. Mit viel Wert würde jemand, der sich mit Robotik auskennt, sagen, so um die 10.000 New Dollar. Also wenn dieses Mutantenhafte, weswegen ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, nicht schon ausreichen würde, dann wäre es definitiv ein lohnenswertes Ziel, deinen Körper um diese Ersatzteile zu erleichtern. Weswegen oftmals dir Blicke hinterhergeworfen werden, denn du bist nun mal vom rein optischen her die teuerste Person im Raum. Und allerdings nicht die harmloseste. Von daher passiert selten, dass du angepöbelt wirst. Ja. Und wir haben ja noch jemanden dabei, der enorm auffällig ist. Also während ihr alle in Straßenkleidung oder schäbiger Kleidung rumrennt, steht da eine Person in krasser Kleidung. Das heißt, dass die Klamotten, die er trägt, allein schon 2.000 Dollar kosten. Und der feinste Zwirn vom Zwirn ist, und ihr habt auch noch nie erlebt, literally noch nie, dass Jonathan etwas anderes trägt. Ihr habt auch schon Wetten abgeschlossen, dass er in den Klamotten schläft und duscht. Und badet. Man riecht. Aber wie sieht Jonathan denn sonst aus? Ja, Jonathan ist leicht bräunliche Haut, 1,90 Meter groß, mittelmäßig gebaut, jetzt nicht allzu krass muskulös, aber auch nicht plump, eher agil. Aber vor allem sein Gesicht sticht raus, denn im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen anderen der Wesen und Kreaturen und Menschen, wenn man sie so nennen mag, hier im Raum, hat er eine Ausstrahlung, wie sie kein anderer hier besitzt. Und sein Antlitz verleitet schon dazu, ihm einfach zu vertrauen. Und er trägt ziemlich offenkundig einen großen Revolver am Revers und einen Gehstock, welcher auch fucking edel aussieht. Und mit Sicherheit eine ähnliche Länge hat wie die Kurzrapiere von Jules Verne. Zum Vergleich. er ist nicht unbedingt sehr lang, aber dafür unglaublich dünn. Es kommt nicht auf die Größe an. Und damit ihr alle so einen Vergleich habt für die Werte, wenn man in einem Attribut 3 Punkte, sprich 3 Würfel hat, dann ist das menschlicher Durchschnitt. Jonathan hat ein Charisma, eine Ausstrahlung von 7. Das heißt, der Kerl ist vielleicht nicht geschmackstechnisch jetzt hübsch, aber er hat einfach eine fucking Ausstrahlung. Wenn er den Raum betritt, dann könntet ihr alle nackt daneben herlaufen und er würde trotzdem als Erster auffallen.
Das Niveau wird auch heute nicht eingeladen. Dafür sorgt. Das ist gut. Ihr seid zusammen und ihr hört von dem Bartender, ein Jungspund, vielleicht gerade mal 17, trägt eine kleine Fliege am Hals und ansonsten einen viel zu knappen Slip, wahrscheinlich ähnlich viel Quadratzentimeter, wie er alt ist, und stellt euch auf einem großen Tablett serviert aus fast sauberen Gläsern eure nicht-alkoholischen Getränke auf den Tresen, und aus einer Ecke hinter euch, vielleicht 15 Meter entfernt, hört ihr ein ziemlich arrogant wirkendes, herablassendes Lachen. Oh mein Gott, guckt euch das an, die können doch nicht mal was Richtiges zu trinken bestellen. Wie armselig. Ja, Max, jetzt nicht mal nicht Max, sorry. Jonathan, hättest du nicht mal was springen lassen können hier für uns, Mann? Du weißt doch, mein Portemonnaie ist wahrscheinlich das dünnste hier im Raum von euch. Naja, weiß ich nicht. Ich bin froh, was zu trinken zu haben. Also, halt die Fresse! Schau mal, wie in die Dame. Drei Typen lösen sich aus der Ecke. Hat die Mutantenmissgeburt sich gerade beschwert? Habt ihr das gehört, Jungs? So ein großer Kerl, Glatze, Vollbart, Unterhemd, schmierige Cargohose. Schaut zu ihm rüber, dem Hämpfling, der gerade die große Schnauze riskiert hat. Meint nur, ja, glaub schon, ja. Der Hämpfling, wunderschöner aufgestellter Iro, in verschiedenen metallfarbenen Farben lackiert, wahrscheinlich Autolack. Das hält besonders gut die Haare oben. Netzoberteil, eine viel zu tief hängende Hose. Man sieht die abgenutzte Boxershorts darunter. Und ein Bärmutant. 2,20 Meter groß, mit Rastas, ganz vielen, dunkelbraunem Fell, dicht bewachsen. Man sieht wirklich diesen Bärenschädel, der nach vorne guckt und die Lefzen hochzieht. Ich glaube, die machen Stress. Was meinst du, Scooby? Ja, ich glaube auch. Wir haben uns angepöbelt. Und die drei lösen sich und stapfen, als hätten sie ganze LKWs mit Rasierklingen unter den Armen geparkt, auf euch zu. Viel langsamer als nötig, viel weniger imposant, als sie denken. Was habt ihr vor? So nicht, Freundchen. Crew, wollen wir wirklich in der Taverne ein Blutbad anrichten? Ihr wisst, was letztes Mal passiert ist. Sorry. Ich würde mich einfach mit dem Rücken gegen die Bar lehnen und sagen, ihr schafft das schon, ihr vier, oder? Ich brauche meine Hilfe nicht. Oh, Gott. Entschuldigung, Sie wollen jetzt aber nicht hier drin Stress anfangen, oder? Er zieht so die ganzen Getränke ein Stückchen vom Tresenkante weg. So. Das Management sieht das echt nicht gerne. Könnt ihr das vielleicht irgendwie draußen machen? Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Egos so klein sind. Entschuldigung, die Herren. Nicht nur die Egos. Ich stehe von der Bar und so ein bisschen auf, geht's auf die Herren zu. So, meine Herren, jetzt beruhigen wir uns alle mal und gehen lieber vor die Tür, bevor wir das Inventar zerstören. Der Klappspaten will mit uns vor die Tür gehen. Dann soll er rauskommen. Ich werde ihn zerreißen. Ich werde seine Haut essen. Ja. Der große Bärmutant dreht sich um und geht direkt zur Tür. Der andere fühlt sich davon jetzt noch nicht so beeindruckt, ob das so eine gute Idee ist. Meint er mal, ja. Dann komm mit vor die Tür und nimm deinen Mutanten-Vibe da mit. Komm. Nun, erstmal ist es nicht mein Mutanten-Vibe. Und zweitens, ich folge euch. Kann ich ihm nicht einfach das Herz rausreißen, ganz kurz? Ja, draußen. Okay. Der mit der Glatze steht da mitten im Raum. Nicht aufmischen. Und er winkt Julie zu. Ich bin großer Fan.
Ich mache ein leichtes Erbrechengeräusch und ziehe mich von ihm weg. Ja, das kennt sie. Er bleibt mitten im, literally, nichts in 5 Meter Umkreis um ihn. Aber er bleibt mitten im Raum stehen und grinst dich ziemlich scheel an. Während der Schmale und der Bärmutant selbstsicher Richtung Tür voraus rausstapfen. Geht irgendjemand ihm hinterher? Oder? Nee, ich stelle mich vor den Riesen und sage ihm, du gehst jetzt gefälligst zu deinen Freunden, sonst verprügle ich dich hier drin. Ich trinke mein Getränk. Er schaut zu dir rüber. Ihr seid so ungefähr auf Augenhöhe. Nur er ist so als zweimal von dir. Obwohl, genau genommen, Drakkar ist fucking muskulös. Also wirklich. Also wirklich. Ja, also literally. Also wirklich. Wer schaut dich an? Eigentlich, Juli? Aber ich wollte eigentlich niemanden hauen. Also, wir müssen uns jetzt nicht hauen. Cool. Du hast 2 Optionen. Du setzt dich wieder an deinen Tisch und ich verprügle deine Freunde oder du gehst mit raus und ich verprügle euch alle 3. Ja, schaut zur Tür. Klingt gut. Er dreht sich um und geht zurück zum Tisch. Nimmt so ein halb leeres Glas Pure Brew. Trinkt einen Schluck und prostet Julie zu. Großer Fan. Ich trinke und verschluck mich. Ja, die große Flügeltür nach draußen öffnet einmal, als die beiden rausgehen. Ja, dann wollen wir mal. Leute. Ach Gott, ich dachte, es wird ein cooler Abend. Ja. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Ich lasse die anderen vorgehen und stolziere einfach mit meinem Stock hinterher, so tock, tock. Ja. Ich schlender auch hinterher, aber... Ich gehe da aktuell, weil der so schön groß ist und ich mich hinter ihm schön verstecken kann, damit man mich nicht zuerst sieht. Okay, also ihr steht sie alle 5 auf und sie... Oh, wenn es jetzt... Ja. Steht Richtung Tür raus. Ja, es dauert einen Moment der Unentschlossenheit bei dem großen Glatzköpfigen, weil Julie Werner rausgeht. Und ihr seht noch so, dass er so eine kleine beste Schwertkämpferin der Welt Sammelkarte so in der Hosentasche raus, so von wegen so, soll ich unterschreiben, soll ich das nicht unterschreiben, so, und die dann wegsteckt, aufstehen will, weil hinterher, und dann aber die Worte von dem muskulösen Typen mit der Brille einfielen und er sich wieder hinsetzt. Ihr kommt raus. Tatsächlich hat keiner, wenn ich drüber nachdenke, von euch irgendwie große Waffen dabei gehabt, oder? Nee. Ich ja. Wie du abgeben könntest. Ja. Also Tiger hat ihren Arm. Und ich glaube, wir sind eher Nahkampf spezialisiert. Würde ich behaupten. Alle. Ja. Ihr geht raus. Der Türsteher lächelt euch hinterher. Eine großgewachsene, nordisch wirkende Frau mit an den Seiten zusammengebundenen, geflochtenen Haaren und großen Tätowierungen, die sich wie Ranken am Hals und hochschlängeln, die mit den Oberarmen durchaus mit Drakkar mithalten kann. Lächelt euch hinterher. Finde ich sehr, sehr töfte von euch, dass die Crew draußen aufräumen geht. Viel Spaß. Passt bitte auf, dass das Blut nicht wieder in die Autos spritzt. Oh, sorry. Ja, ihr seht... sind die parkenden Autos auf der linken Seite, so größere Betonklötze, die als Sperren vor den Eingang aufgebaut wurden, damit keine Drive-by-Fahrzeuge ins Gebäude reinbrettern können. Und 2 Sicherheitsroboter, die draußen platziert sind, 2,50 Meter große Kampfmaschinen. Anstelle des Kopfes haben sie eine glatte Kuppel, wo mehrere Okulare drin stecken, sind ein bisschen 80er Raumpatrouille-Roboter-mäßig aus. Dünne Ärmchen, aber riesige Unterarme. TC Security ist Stückpreis $120,000. Absolute Killermaschinen mit eingebauten Maschinengewehren, Flammenwerfer und können bis zu 120 km/h schnell rennen. Drehen einfach nur den Kopf in eure Richtung, registrieren das, drehen den Kopf wieder nach vorne, bleiben easy stehen. Während ein paar halbwüchsige, teilweise Mutanten in einer endlosen Schlange von Personen dran stehen. Dürfen wir jetzt rein? Dürfen wir jetzt bitte rein? Nicht mit den Schuhen. Und eure beiden neu liebgewonnenen Freunde
gehen auf eine kleine Kreuzung. Die Sonne geht unter. Ihr seht die Gebäude im Hintergrund, in den Spitzen teilweise abgenagt wie alter Käse. Und bauen sich dort auf, als wären sie nicht nur zwei, die auf fünf warten, sondern mehr. Aber sie sind nicht mehr. Der Bär fletscht die Zähne, schaut in eure Richtung. Das halbe Hemd holt hinten ein Springmesser raus. Literally, ein Springmesser. So, ihr dreckigen Penner. Wer will als erstes ein neues Gesicht haben? Ha? So, wer von euch kann denn überhaupt ein bisschen kämpfen? Tracker, hast kann du ich nicht das neue Gesicht so am meisten nötig? Betonklotz auf den Idioten werfen. Ach Gott. Also, ich würde schon sagen, dass ich gar nicht so schlecht bin, aber ich muss nah ran. Aber ich komme schnell ran, sagen wir es so. Ich brauche meine Rapiere. Gib mir zwei Schläge. Juliana hat keine Waffe. Gerbsen, wie wäre es, wenn du zuerst und ich nehme den anderen? Wen willst du haben? Du kannst den Bären haben, da diesen Halbbären. Jetzt lassen wir Gerbsen doch kämpfen. Ich dachte, das wäre keine gute Idee. In den kleinen Schlumpf da mit dem Messer, mit dem Schwert. Der ist ja, mit dem Messer. So, der ist ja genauso groß wie ich. Dann kämpft ihr mal zuerst. Vielleicht passiert ja was Lustiges. Ja, also der hält ja sein Messer vor, ne? Und will ja, ja. Macht ja Stress. Ja. Und der beste Verteidigung ist der Angriff. Und zwar schaue ich mir den Typen ganz genau an. Ja? Muster ihn. Sehe schon, ah, der hat leicht ein Sitzen, ja, der hat. Auch schon, die Hose hängt ja immer noch sehr, sehr tief. Das war ja der Herr, ne? Der kann sich nicht so gut bewegen, ja. An der Boxershort, reden wir nicht drüber. Also stürme ich auf ihn zu und versuche ihn erstmal so ein bisschen zu überraschen und springe ihm mit meiner Faust voran ins Gesicht. Ja, mit dem Sachen, die Sache mit dem Überraschen ist so, du stürmst auf ihn zu. Naja, also ich renne. Also ja, du rennst auf ihn zu und du haust ihn. Dann würfeln wir. Ja. Wir haben im Hintergrund Roll20 geöffnet. Mhm. Da sind die Charaktere hinterlegt. Kostenlose Plattform, da könnt ihr auch gerne einfach selber euch den No-Return-Charakterbogen anschauen und spielen. Und was du jetzt bitte machst, ist bei deinen Fertigkeiten auf Nahkampf zu würfeln. Das heißt, du klickst einmal auf Nahkampf. Und in dem Cheat muss ich das machen. Genau, du klickst einfach auf den Namen Nahkampf bei den Fertigkeiten. Dann wird in der Mitte diese Zeile vorbefüllt. Und es sind alles sechsseitige Würfel. Ja. Wenn man eine Probe ablegt, muss man einen Normalfall möglichst hoch würfeln. Wenn man gegeneinander würfelt, muss man mehr als der andere würfeln. Sehr einfach soweit. Du würfelst, wir sehen das jetzt hier, Stream, da oben über Dalus Kopf sieht man im Stream diesen kleinen Ausschnitt aus Roll20, weil normalerweise nämlich hier die Infobox ist, aber wir sind einfach so fucking viele Menschen heute. Deswegen seht ihr jetzt das Ergebnis, was Gerbsen im Nahkampf hat. Du musst auf Würfeln klicken. Mm. What the bitte? Ernsthaft? Ich sehe das nicht. du musst den Roll 20. Ich habe ihm nicht eine Wunde verbessert. Ich habe ihm, glaube ich, den Kopf weggeschlagen. Im Roll 20 im Chat seht ihr das. Ja, und bei Roll 20. Wir sehen es da oben. 52. Also eine 10 ist der Mindestwurf für eine normale Schwierigkeit. 15 ist anspruchsvoll, 20 schwer, 25 sehr schwer, etc. Das geht hoch bis 40 für einen legendären Mindestwurf. In dem Fall darf ich jetzt allerdings gegenwürfeln und in dem Fall von der Pappnase, die ihr da habt, die einfach nur wirklich läppisch ist, habe ich eine 11 in Ausweichen. Ja. Seine Reaktion ist die einer altersschwachen Wanderdüne. Er schaut dich an mit dem Messer in der Hand. Hä? Und du wimmst volle Wucht rein. Du bekommst 4 Würfel auf den Schaden drauf. Das heißt, du klickst bitte einmal auf Stärke und du darfst dann bei Bonuswürfel in der Mitte einfach eine 4 eintragen. Einmal kurz rausklicken und auf Rollen würfeln. Was muss ich machen? Auf Stärke klicken, oben bei den Attributen. Bonuswürfel ach, da oben, 4 eintragen, weil du so gut triffst. Ja. Und dann klickst du auf Würfeln.
20. Ich habe eine 9 in Consti gegen die 20. Das heißt, 11 Schadenspunkte kriegt er in sein Gesicht. Ein normaler Mensch hält 30 Punkte in jeder Körperzone aus, bevor diese zerstört ist. Der Kopf ist ab. Das heißt, du hast ihm also ein Drittel seines Gesichts zerstört mit einem kräftigen Schmackes Respektklatscher. Er taumelt zurück. Die Lippe ist aufgeplatzt. Ein Zahn fliegt raus. Möchtest du direkt hinterherlegen, weil man hat immer zwei Aktionen? Ja, ich gebe ihm direkt noch eine. Gut, dann das Gleiche bitte einmal nochmal würfeln. Einfach nur. Also Nahkampf einmal rollen. So, ja, ja. Tag über den Kopf ab. Hau drauf. 40? Ja, Mann. 40. Er kriegt minus zwei Würfel, weil er schon angeschlagen ist durch deinen ersten Treffer. Ich habe eine 3. 3 Würfel auf den Schaden dazu bitte. Also Stärke und dann 3 Bonuswürfel. Danke. Ja. Eine 23 gegen eine jämmerliche 7. Das heißt, nochmal 14 Damage drauf. 11 plus 14. Der hat nicht mehr viel. Ja? Das heißt, du schlägst erneut zu. Du spürst unter deinen Faustknochen, wie der Wangenknochen sich nach innen dreht. Und mehrmals, es knirscht in seinem Gesicht. Das eigene Auge wird auch komplett trüb. Instant. Und er taumelt zur Seite. Versucht, irgendwo sich in der Luft festzuhalten, lässt dabei das Messer fallen. Und er schlägt so zweimal in deine Richtung, die eines Würfelwurfs nicht wert ist. Möchtest du ihn woanders vielleicht noch verletzen, damit er ohnmächtig wird, oder möchtest du ihm den Kopf abreißen effektiv? Also wir sind ja schon, also der hat schon hart einen sitzen, glaube ich, gerade. Ja. Ich würde es zunächst ungern übertreiben. Ich glaube, wir haben ihm erstmal ganz gut eine verbraten und er wird erstmal. Nee, ich lasse ihn erstmal. Ja. Er fällt auf die Knie und kriecht da so ein bisschen in seinem eigenen Siff hin und her. Der Bär ist sehr, sehr pissig und begibt sich zwei Schritte in deine Richtung. Drakar möchte aber da gerne mitmischen, ne? Hey, Großer! Jetzt Zeit für unser kleines Duell. Ich nehme an, der den Hippie verprügelt hat, der blutet, ne? Der ist ja richtig am Boden wahrscheinlich. Duell? So redet das Essen nicht mit dem, der vom Tisch sitzt. Deine erste Schelle bekommst du, bevor du bei mir bist. Ich würde gerne Blutkristalle von dem Kollegen, die der andere da liegen hat, in seine Richtung schleudern. Okay. Wow. Das bedeutet... Unser lieber Drakar kann nämlich Heimakinese, Blutmanipulation. So, du möchtest ihm Blutkristalle rüberpfeffern. Du hast 6 Würfel zur Verfügung und die Blutkristalle, ich öffne für mich mal ganz kurz hier die Liste, die Blutkristalle ist eine leichte Psi-Kraft, eine leichte Psi-App. Das heißt, um die erfolgreich durchzuführen, musst du eine 8 bis 12 Würfel. Du darfst selber entscheiden, wie viele von deinen 6 Würfeln du dafür verwendest. Einer der Würfel ist ja immerhin ein Hazard Die, der auf eine 6 immer weiter gewürfelt wird. Das heißt, durchschnittlich 3 Würfel, 10,5, wäre so der klassische Weg. Mit den übrigen Würfeln, die du zur Verfügung hast, darfst du entweder die Kraft, also wie viel Power du da reinhängst, wie viel Schaden du dann verursachst, etc., oder aber auch diese Reichweite, 8 bis 12, erweitern. Ein Punkt in die Kraft musst du auf jeden Fall reinpacken. Weil ansonsten macht es ja und da kommt nichts. Ja, ich würde 3-3 machen. 3 Kraft, 3 Rollen. Ja. Okay, dann kannst du bei deinem Charakterbogen, bei den Sonderfertigkeiten einmal auf Heimakinese klicken. Also ich gehe auf den Charakterbogen und dann suche ich, das habe ich noch nicht gefunden. Unten. Erste Seite ganz unten unter den Fertigkeiten. Ja. Es gibt besonderen Fertigkeiten in der Mitte. Ja. Und bei dem Würfel auf Heimakinese kannst du draufklicken und dann. Muss ich erst auf Heimakinese drücken? Weil das ist ja klar. Nein. Das ist ein Würfel. Das ist ja okay. Genau. Ja. Und dann reduzierst du bitte einmal die regulären Würfel auf 2 runter. Auf 2, ja. Ein Hazard Die und ein. Und 2 normale Würfel. Ja. Und dann zeig uns mal, dass du eine 8 bis 12 rollen kannst.
Eine 4. Oh. Okay. 2, 1 und 1. Das ist schon. Das ist so. Jetzt musst du uns sagen, ist diese Situation für dich eigentlich etwas, wo das Herz so ein bisschen schneller schlägt? Dann darfst du Adrenalin einsetzen und den Würfelwurf wiederholen. Eigentlich juckt mich das jetzt nicht so. Man sieht es ja nicht, dass du Adrenalin einsetzt. Was würde, hatte ich einen Nachteil, wenn ich Adrenalin verwende? Nein. Dann würde ich das nochmal machen. Okay. Muss ich dann mich doch ein bisschen mehr anstrengen. Gibi, du hast ja, Gerbs, du hast mir aber nicht so sehr verprügelt, wie ich das gerne hätte. Naja, den einen habe ich schon hart verprügelt. Scheint nicht so viel Blut übrig zu sein. Naja, das habe ich alles aufgeschlürft. Ich mach nochmal, ja? Ja, bitte. Eine 5. Oh. Okay. Mann, Matthias, du siehst auch noch mehr aus als eigentlich. Los jetzt, Raka! Ist da nur Wasser drin in den Muskeln, oder was? Haben wir noch nicht zugeschlagen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hat er die Hand so ausgestreckt und wir sehen, was er versucht? Oder ist das eher so ein unauffälliges Ding gerade? Nee, das wird jetzt ziemlich auffällig werden, weil es ist ein Fehlschlag. Oh nein. Das heißt, die Würfel wollten absolut doch nicht so wie ihr. Ich bin mal so frei und roll mal für dich 2d6 für unsere Fehlschlagtabelle und habe eine 5. Kann auch mittig. Und was jetzt passiert ist, was waren deine letzten Worte? Von wegen, bevor du rankommst und so, hau ich dir schon eine rein oder so. Ja. Das sagt Raka und ihr alle seht, wie er die Hand ausstreckt und kurz verweilt. Und was Raka sieht, ist, du konzentrierst dich darauf, dass das Blut aus diesem Leichnam sich zu diesem Blutkristall in der Luft formt. Und das passiert auch, ja. Das Blut zieht sich hoch in die Luft und es werden richtig lange, dunkelrote, scharfe Kristalle. Und du willst sie ihm entgegenschleudern, aber irgendwas entgleitet dir. Und die Kristalle drehen sich, fangen an zu rotieren und du siehst sie mit messerscharfer Präzision Jonathan ins linke Auge fliegen, Shigo ein Ohr abschneiden, Julie auf der einen Seite der Schläfe eintreten oder auf der anderen Seite austreten und den gesamten Rücken von Gerbsten, den du wahrnimmst, von oben bis unten spicken. Wie ein Nagel. Oh mein Gottes Willen! Und dann zerfällt deine Hand. Und diese gesamte Szenerie findet nur in deinem Kopf statt. Oh Gott. Ich bin tot. Ich habe also meine Hand verloren. Nein, du hast tatsächlich in deinem Kopf, ja. Das ist der Nachteil fremde Welt. Und da du Kraftstufe 3 hattest, heißt das, für Kraftstufe mal 2 Kampfrunden hast du einen Tagtraum. Das heißt, du kriegst jetzt gerade tatsächlich nichts mit. Du siehst nur, wie deine Psykraft vollkommen entgleist und aus dem Blut immer mehr wird, weil das Blut von deinen Freunden dazukommt und riesige Kristalle wie Klauen alles zerreißen. Und das dauert für dich, also es dauert literally fast eine halbe Minute. Ein bisschen länger sogar. Und die anderen seht, wie Drakar einfach nur dasteht. Wie so eine zur Seilsöhle erstarrt. Teilweise vielleicht so ein bisschen schmunzelnd. aber er ist komplett weggetreten. Und der Bärmutant schaut sich um, als ob da jetzt irgendwie was passieren sollte. Und geht ziemlich entschlossen auf euren Freund zu. Ich kann auch nicht darf reden, ich? Ne? Also ich höre nicht. Nee, du bist gerade leider total out of order. Ich würde gern was versuchen. Hinter seinem Rücken. Angeschossen kommt, weil ich noch hinter ihm bei mir versteckt. Und würde gerne einen Kinnhaken verpassen. Okay, dann bitte Nahkampf. Sehr gut. Und Julie Werner zieht schon mal ihre beiden Schwerter, ja? Natürlich. Okay, es passiert nichts. Ach, da oben, sorry. Ein Fenster ist zu klein. Ich habe schon mal vorsichtig die eine Hand am Revolver. Ich muss sagen, ich drehe mich um und lache erstmal ein bisschen. Ja.
35 gegen den Bärmutanten. Nice. Der Bärmutant ist ja eher einer von der Fraktion, ich blocke die Angriffe oder ich versuche es. Mit einer 31 reißt er seinen Arm hoch, schaffst aber nicht ganz. Und du kannst einen Treffer gerade eben landen und darfst jetzt Schaden würfeln. Du nimmst deine Stärke, allerdings hat dein robotischer Arm ja auch Krallen. Das heißt, du klickst bitte einmal auf Stärke und dann darfst du bei Bonuspunkte, das ist das letzte neben dem Würfeln, da darfst du eine 20 eintragen, weil auf das Ergebnis von deinem Stärkewurf kommt auch das von den Krallen 20 Punkte Bonusschaden, nämlich on top. Bonuspunkte, 20? Ja, Bonuspunkte. Okay. 20 Bonuspunkte. Das ist ja der... eine 32. Autsch. So. Er trägt keine Rüstung und würfelt dementsprechend mit purer Konstitution. Und das ist ein Monster von Gigant mit einer 29. Das heißt, du kratzt ihm mit deinen Krallen über den Arm und es blutet leicht. Und er hat jetzt da so eine kahle Stelle, wo das Fell fehlt und du auf das Fleisch gucken kannst. Er ist pisst, aber du dürftest gerne nochmal, wenn du möchtest. Oder etwas anderes? Nee, erstmal nur draufhauen. Klingt sehr schön. Nahkampf. Mein Bildschirm ist so klein, Moment. Komm zurück. Es tut mir leid, ich habe meinen Tab irgendwie verloren. Ich muss ganz kurz nochmal öffnen. Antiklimax, es tut mir leid. Alles gut. Ich kann ja schon mal nämlich meinen Blocken würfeln. Er kriegt jetzt einen Malus, weil er in dieser gleichen Kampfrunde ein zweites Mal blocken möchte, also ein zweites Mal Defensivaktion machen möchte, hat er jetzt minus 1 gekriegt, einen Würfel. Und so, jetzt, mein Gott. Okay. Du hast 10 mehr, 39, ihr habt 29. Du kriegst einen 10er auf den Schaden drauf, einen Würfel auf den Schaden drauf. Das heißt, das gleiche wie gerade, Stärke und dann ein Bonuswürfel und halt deine 20 Bonuspunkte, bitte. Stärke, einen Bonuswürfel und 20. Okay. So. Wir haben eine 34. Also normalen Menschen würde es damit zerlegen. 24. 10 Schadenspunkte, das ist schon schmerzhaft. Das ist schon wirklich schmerzhaft. Du kratzt ihm bis auf den Knochen das Fleisch von dem Arm. Er brüllt auch auf vor Schmerz. Und will sich aber so an dir vorbei in Richtung Drakkar drehen, weil der war fies zu ihm. Der hat ihn herausgefordert. Juliana und Jonathan, ihr dürft noch. Ihr wart noch nicht dran. Gut, ich schnelle nach vorne, überkreuze meine Rapiere und sage, wo er die denn gerne spüren möchte. Und dann mache ich mich auch zum Angriff. Okay. Erstmal noch ein Dialog. Du hast mit deinen beiden Schwertern, hast du eine Besonderheit? Du hast ja Do-Wielding als Style-Skill und du hast, meine ich, auch Eskrima. Da bin ich. Nee, Quatsch, hast du nicht. Da hat jemand anderes das Eskrima. Ja, Telekinese. Du-Wielding reicht aber absolut aus. Du kannst einmal auf Nahkampf, war es. Ich checke. Heute sind es viele Charaktere. Doch, du hast Eskrima. Genau, das ist es. Das heißt, du darfst nämlich mit deinem Nahkampfwert auch deine Waffen verwenden. Das heißt, du klickst jetzt einmal auf Nahkampf. Aber wo? Als die Fertigkeit Nahkampf. Links in der Seite. In deinem Character-Sheet. Da, Waffenkampf und Nahkampf? Nee, einfach nur auf Nahkampf. Dann befüllt er das.
Und dann darfst du aufgrund deiner... Ich weiß nicht, wo. Einfach auf den Schriftzug Nahkampf. Bei mir finde ich es lustigerweise, Nahkampf finde ich bei mir auch nicht. Ich wäre auch Nahkämpfer, aber ich habe keine Ahnung, wo Nahkampf ist. Bei Fertigkeiten. Bei den Fertigkeiten links unten seht ihr diese Liste mit Fertigkeiten, die alphabetisch sortiert sind. Nahkampf ist bei mir fast ganz unten. Ist genau. Von unten oder so. Mhm. Müssen wir es nach links unten. Attribute und Abilities oder wo? Nee. Oben Character Sheet. Ganz oben Character Sheet. Dann nochmal Charakterblatt darunter. Ah. Und dann ganz runter auf der linken Seite, zehnte von unten ungefähr, Nahkampf. Ja, ganz ich sehe es. Wie Rüstung oder sowas. Da steht 9 sehr plus 1. Genau. Also das heißt, du klickst da drauf und dann schreibst du bitte bei Bonuswürfel noch diesen einen Würfel, der da steht. Den packst du da bitte noch drauf, weil du nimmst nämlich deine Schwerter, auf die du eine Meisterschaft hast. Wie schreibe ich den da rein? Oben, ganz oben am Bildschirmrand. In das mittlere Feld. Das ist aufgeploppt. Okay. Und was schreibe ich da rein? Eine 1. 1. Okay. Und dann klickst du auf Würfeln. Ist gut, oder? Kann sich sehen, ein dass 54 ist durchaus, das ist durch, schon gut. Der bekommt leider Mali ja schon mittlerweile, weil Chigo ihn schon vorbearbeitet hat. Vorbereitet. Ja, schon mal filetiert. Ich scroll das mal kurz ein kleines bisschen hoch, damit ihr das im Chat da sehen könnt. Eine 6 und eine 3 als Hazard-Die, weil bei einer 6 wird dieser eine Würfel nämlich weitergewürfelt. Und der Rest ergibt insgesamt 29. 29 gegen 54, du triffst ihn natürlich volle Wucht und darfst 2 Bonuswürfel Schaden machen. Also klickst du einmal auf Stärke, ganz schreibst bei Bonuswürfel 2 rein und wie die Krallen von Chigo machen natürlich auch deine Waffen Bonusschaden. Das heißt, du schreibst bei Bonuspunkte eine 30 rein. Okay. Ich habe jetzt reguläre Würfel 3. Ja. Bei Bonuswürfel schreibst du 2 dazu. Mhm. Und bei Bonuspunkte schreibst du 30 rein. 30. Okay. Eine 60. Eine 60. Okay, ich go! Der arme Bär. Tut mir ein bisschen leid. Er darf nur einmal Konsti würfeln. Er hat eine 34. Das heißt, er wäre mit dem ersten Schnitt nicht tot. Ja. Allerdings hast du Do-Building. Das heißt, du schlägst mit beiden. Mhm. Das heißt, das Ganze wird jetzt einfach so betrachtet, als wäre das zweimal passiert. Wow. Und das heißt, du kannst diesen machen, wenn du möchtest. Tja. Und der fällige Schädel dreht sich auf den Schultern des Giganten. Der Körper sackt zusammen, der Kopf hüpft einmal kurz. Und dann fällt der Kopf auf den Boden, während der Körper da steht und noch so ein kleines bisschen die letzten Stöße Blut in den Himmel pulsiert. Und just in diesem Moment... Der Dramatik wegen, Dramaturgik, kann Drakkar die Hand senken und du siehst, wie der Typ, der Bär, einfach tot umfällt und der Kopf fehlt. Du weißt zwar nicht, was gerade mit den restlichen Sachen passiert ist, die du gesehen hast, aber der Bär ist tot. Darf ich noch was sagen? Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich hatte eine fast perfekte Vision. Ah ja, was hast du denn? Was hast du denn visioniert, sag mal? Möchte ich nicht drüber reden. Ich habe Angst, dass es sonst nicht in Erfüllung geht. Fast perfekt, lass mich raten. Drakkar immer so weise. Tagträumer, das ist er. Ja. Ja, aber da steht ja noch einer, ne? Naja, kriecht. Der kriecht. Also, ja, okay. Ja, der Hose unten. Er spuckt ein paar Zähne aus.
Können wir jetzt wieder reingehen oder wollt ihr das noch beenden hier? So. Ja, Shigo also, hat Durst. Ja, ich will meine Milch austrinken, verdammte Scheiße. Ich habe mich meine Milch gefreut. Darf ich noch so ein Messer mopsen? Klar. Was ist denn mit den, also die Roboter, die haben auch gar nichts gesagt dazu, die Sicherheitsroboter, die zwei Meter. Wir sind ja Unterschicht. Ne? Ja. Wir sind ja Unterschicht, denen ist das egal, was wir machen. Ihr seid draußen in dem Gebiet der Samurais. Also wenn ihr euch da auf der Straße irgendwie was liefert, das interessiert kaum jemanden. Allerdings wisst ihr, dass das Blut, das wird wahrscheinlich die Ratten anziehen. Und Ratten sind eine sehr, sehr unangenehme Sache, weil die übertragen das Nemovirus. Und wenn man dann infiziert wird, dann verflüssigen sich die inneren Organe innerhalb von 24 Stunden und laufen so durch die Körperöffnung. Es ist unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Meistens auch sehr endgültig. Immer. Also sowas möchte man eigentlich nicht. Deswegen sagen auch manche genervt in der Schlange stehenden so dieses, ah, ich glaube, das wird halt nichts mehr. Nee, lass mal morgen wiederkommen und zum Puff. Verflüchtigen sich schon, ob der möglichen Ratten bald. Aber eine Person kommt hinzu. Eine große, stämmige Person mit Glatze und Bart. Und meint, ihr habt die ja wirklich kaputt gemacht. Das ist schlecht jetzt eigentlich. Naja, wir haben es gesagt. Ja, stimmt. Oh. Ja. Sie sind ja auch nicht ganz kaputt. Der eine kriegt ja noch darum. Ich wollte gerade sagen. Nimm mit, kannst ja haben. Nee. Ein Arschloch. Oh. Er geht zu ihm hin und holt ihm Geld aus der Tasche, zählt und macht davon so die Hälfte des Stapels und reicht sie zu Görbsen, weil der als nächstes dran steht. Hier, das ist ja viel zu viel für mich. Und er gibt dir 120 New Dollar. 120? Oh. Boah, geil, ey. Hab ich den Rest steckt er ein. Guckt dann zu Drakkar. Meint, ich habe da jetzt aber ein Problem. Ich meine, die sind ja jetzt tot. Ich bin nicht tot! Tritt einmal so auf den Hals drauf. Die sind ja jetzt tot. Aber ich habe extra gezeigt auf einen großen Transporter, der 50 Meter entfernt an der Straßenseite steht. Ich habe jetzt extra den Transporter und diesen Schein hier. Und er zeigt euch eine Magnetkarte. Den habe ich mir extra geholt, weil wir wollten doch plündern in New York, in Manhattan. Aber jetzt sind die ja tot. Habt ihr vielleicht Lust? Also. Kann ich wenigstens meine Milch austrinken? Also das Plündern können wir gern übernehmen. Aber dein Kumpel lebt doch noch. Er dreht mit dem Fuß, als würde er den Zigarettenkippe austreten. Einmal so auf dem Hals von dem Typen. Oh Gott. Nein, nicht mehr. Nope. Ja, dann lohnt sich das Plündern ja auch nicht. Wir nehmen das Ticket her. Ich möchte eine Anmerkung von hinten machen. Wenn du uns fährst, kann dann Juliwana vorne sitzen. Der wird schlecht hinten, wenn die hinten im Transporter sitzt. Die müsste Moment vorne hier sitzen. Fahren! Kann ich laufen? Was habt ihr denn alle? Autos sind scheiße. So also ich kann fahren. Nur weil Shigos Ohren immer umknicken da drin. Ja, das ist unangenehm. Fahren. Wie wollt ihr denn was plündern, wenn wir keinen Stauraum haben? Aber wenn ihr laufen möchtet, um nach New York reinzukommen, also nach Manhattan reinzukommen, da muss man ja eigentlich über den Hudson River, der voll mit dem Säuremeerwasser ist. Und das geht nicht, weil die Brücken noch vom Zentrum kaputtgeschossen wurden. Deswegen ist das eine Sperrzone. Weil Sperrzone kommt von Schwerzone, schwer reinzukommen. Das ist meine Eselsbrücke, wie ich mir das merke. Und mit der Karte kommt man durch einen Tunnel, einen alten Bahn. U-Bahn-Tunnel. Da, was der schöne Mann gesagt hat.
der andere schöne Mann, also der. ich kann welcher verstehen. Jetzt? Ne, der kleinere von beiden. Also, wir haben drei Männer. Ja, aber. Aber schön. Nein, er denkt doch nur, er ist schön. Also. Fair? Ja. Er denkt. Also, wenn ihr. Also mit dem kommt man mit dem Auto durch den Tunnel. Ihr könnt natürlich auch durch den Tunnel laufen, aber dann müsst ihr die Sachen halt tragen. Das ist natürlich etwas weit. Bisschen Ausdauertraining. Okay. Habt ihr eine Kotztüte an Bord? Ich bin auch eher fürs Laufen. Ach, was? Ja. Ihr seid aber auch anstrengend immer. Dann tragt ihr aber die ganzen Sachen. Der Nachteil Fahrzeugantipathie, den auch einige in der Gruppe haben. Oh, merke ich. Es würde euch aber nichts passieren oder so, solltet ihr mitfahren. Nur wenn ihr selber fahrt, dann wird es echt schlimm. Dann wird es richtig schlimm. Also es wird für euch vielleicht unwohl sein. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch überwinden, da trotzdem mitzufahren. Just say. Aber ihr könnt auch gerne laufen. Der wird dann in Schrittgeschwindigkeit hinterherfahren, bietet er an. Wie lange würden wir denn fahren? Ihr würdet von dort aus bis zu einem der Tunnel würdet ihr ungefähr eine halbe Stunde fahren. Und dann müsstet ihr ungefähr 25 Kilometer im Untergrund überbrücken. Oh Gott. Ohne mich schaffe ich das nicht. Dann fahren wir halt. Meine Fresse, ich habe mir die Augen zu. Also wir fahren nur eine halbe Stunde. Ich bin nicht früher täglich gelaufen. Das ist ein wichtiger Punkt für meinen Charakter. Wir fahren nicht 2 Stunden. Oh nein, der braucht ein Blutzeug wieder. Oh nee, kannst du nicht die Leiche hier mitnehmen? Kannst du den nicht noch leer schlürfen? Hilf mir auf die Sprünge. Was ich hast du vor? Ich würde sonst auf mich selbst mit Chronokinese Relax zaubern. Also du kannst, Relax geht tatsächlich auch sofort. Aber dann schlafe ich 2 Stunden. Ja. Nein, es fühlt sich so an, als würdest du so lange schlafen. Es wäre für dich eine Aktion von 3 Sekunden. Oh, ja, dann bringt das ja nicht, dann muss ich ja immer noch fahren. Ja, du kannst es leider nicht, genau, du kannst es leider nicht ausblenden komplett. So, ich schlafe jetzt mal. Und wenn ich meditieren würde, weil ich habe auch keinen Bock auf Autos. Was können wir fliegen? Was ist das hier? Also es gibt viele Stressbewältigungsmöglichkeiten, wie ihr diese Autofahrt überstehen könntet. Okay. Hier, Stressball. Ich will das Klappmesser von einem Dude und mit dem Klappmesser spielen. Darfst du doch, oder? Du hast es doch mitgenommen. Stimmt, ich pack's mal ein. Also trotzdem klipp, 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 klipp. Die ganze Fahrt. Also rechne ich damit, dass ich der bin, der am besten fahren kann. Der Dude hat doch gesagt, er fährt. Du bist wahrscheinlich der noch besser fahren kann als der große, stupide Kerl. Aber du bist in der Gruppe wahrscheinlich sogar die einzige Person, die nicht nur fahren kann, sondern sich nicht nur vor Fahrzeugen ekelt. Maxi! Ich will nur nicht hinten sitzen. Habt ihr euch abgesprochen? Jonathan kann es tun. Es wär mir eine Freude, wenn du vor mir sitzen würdest. Wäre es nicht besser, wenn er hier ist und das Blut wegräumt, bevor die Ratten kommen? Ja, das wäre wirklich besser. Ich denke mal alleine. Sammelkarte. Ich bin dafür, wir nehmen ihn aus. Und du wusstest nicht mal, dass es Sammelkarten gibt. Die hat er sich wahrscheinlich irgendwie selber gemacht, von irgendeiner Überwachungskamera ein Foto und dann das irgendwie hergerichtet oder so. Das ist ganz creepy und er hält dir das dann hin. Kannst du draufschreiben für Tim? Bitte. Bitte für Tim. Er gibt dir einen Stift. Na komm, mach. Bitte. Bitte. Juliana, gib dir den Ruck. Er ist doch fragt so nett. Bitte. Na gut. Heute ist mein gut gelaunter Tag. Ey, Tim, du hast doch noch die anderen 120 New York Dollar, ne? Ich habe noch 0 Dollar, ja. Ja, gib die mal her. Ja, gib dir das Geld und freut sich über diese selbstgebastelte Karte. Was willst du mit meinem Geld machen?
Das ist Spritgeld. Wir müssen ja natürlich auch noch mit, wir müssen ja das Auto tanken noch. Dieses Schlitzohr. Er hat recht. Ah. Okay. Außerdem muss hier die Giulivana muss wahrscheinlich gleich wieder eine Toilette anhalten und die muss ja auch bezahlt werden. Ja. Willst du doch deiner Prinzessin hier nicht verbieten, oder? Prinzessin? Ja. Ihr setzt euch Else ins Fahrzeug und macht euch auf den Weg. Ja? Besser ist es, glaube ich. Ich sitze vorne. Ich hab mir auch du sitzt vorne. Aber mit dem Kopf aus dem Fenster. Von mir aus. Wer von euch hat eigentlich die beiden Typen verprügelt? Ja, du hast nichts gemacht am besten, oder? Ich hatte eine wichtige Vision. Ich wollte gar nicht wissen, was ich da gesehen habe. Mich hast du doch gesehen, oder nicht? Ich habe ihn doch mitbekommen, aber der war doch am Leben. Ich glaube, da war was in deinem Wasser. Mhm. Nein, nein. Das war schon wichtig. Ich glaube, es war sehr wichtig. Foreshadowing. Oh Gott, nein, nicht mehr. Ganz übles Foreshadowing. Mir kratzt mein Rücken ein bisschen. Mein Ohr juckt. Wenn ihr Flöhe habt, kommt ihr hinten in den Kofferraum. Nein, ja. Du sitzt nicht vorne. Klapp, 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 klapp. Drakkar, Chigo, Jonathan und Gerbsen sitzen hinten, unterhalten sich über verschiedene Dinge wie Visionen und das wehtun. Tim fährt den Wagen, lässt sich zwischendurch aber ablenken und Giulivana sitzt auf dem Beifahrersitz. Oh. Und es ist eigentlich durchgehend unangenehm, weil du halt den Vorteil berühmt hast, dementsprechend kennt er dich. Aber du bist wenigstens froh, dass er nicht zu deinen klassischen Feinden gehört, sondern einfach nur ein ziemlich verknallter Fan ist offensichtlich. Und ihr fahrt und fahrt aus der Stadt heraus in die Prärie Pampa. Nichts außer Dreck, Dreck, Sand, bisschen Dreck, Sand, 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 Prärie, komische Steine und das gleiche nochmal. Es ist aber alles sehr, sehr schön friedlich und ruhig. Der Mond ist aufgegangen, es ist stockfinster wie im Inneren einer Katze und der Himmel ist blau, Sterne, dunkelblau, sehr dunkelblau, Sterne. Ihr seht einige Grollhörner, so 3,5 Meter große, tonnenschwere, fellbewachsene Mischung aus Elefanten und Nashörnern, die in einem kleinen Trupp von einem halben Dutzend Tieren vor sich hin trotten und euch total ignorieren, während ihr da durch die Nacht ballert. Und ihr seht vor euch, gen Norden, die Reste von New York. Alles zerstört durch ein großes Beben. Nur noch Ruinen und im Kern Manhattan, was vom Zentrum abgesperrt wurde. Weil, gute Frage eigentlich. Warum? Wer die Fertigkeit Sagen und Mythen hat oder die Fertigkeit Gassenwissen, darf da gerne mal drauf rollen. Alle anderen dürfen da gerne auch drauf rollen. Dann klickt ihr auf die Fertigkeit, die mit einer 0 betitelt ist und bekommt automatisch auch schon vorgerechnet -2 Würfel auf Wissen, weil ihr die Fertigkeit nicht besitzt. Es wäre schön, wenn wir irgendwie eine 15 oder so von irgendjemandem erwürfelt bekommen. Und Moment, was muss man er und Chico würfelt eine 14. Boah. Ich habe Gerbsen, hat aber auch viel darauf. Ich würde auch gerne noch würfeln. Was muss ich bei Sagen und Mythen eintragen? Einfach nur Sagen und Mythen klicken und er errechnet dir dann in Kombination mit Wissen automatisch, wie viel du hast. Ich ja diesmal mal dabei. Und du hast Hazard Dice. Siehst du, mit 3 Würfeln kann man auch eine 18 würfeln. Ich hatte so viel gewürfelt wie ich, ja. Moment, also ich sehe das gerade nicht als Fehlschlag. Das ist richtig gut. Ich meine, was eintragen wir sagen? So. Was meinst du, Juli? Du musst entweder sagen und wissen oder sagen und Mythen oder Gassenwissen. Das, was du besser kannst. Sagen und Mythen ist in der zweiten Spalte ganz oben. Also du scrollst wieder darunter. Beides so 0. Achso, ja, okay. Ist jetzt, Dann brauchst du eh nicht. Wir haben es eh schon dreimal geschlagen. Ich hatte aber auch 0. Das kann ja auch trotzdem. Okay, versuch. Einfach nur würfeln. Ja. Einfach draufklicken und dann einmal auf würfeln klicken.
3. Ja, gar kein Wissen. Wir sind berühmt. Darf ich? Ja, mich da nicht auf. Ja, ich muss ja nichts mehr wissen. Aber, sie muss nur gut aussehen. Wieso sieht das bei Dalum bei Julie so anders aus? So anders. Also die oben sind, bei Dalu sind 6 und 2, also 8 und danach nochmal ein regularer Würfel. Bei Julie jetzt nicht. Wenn der Rote eine 6 würfelt, dann würfelt er weiter. Würde der wieder eine 6 würfeln, okay, wird noch ein Würfel dabei. Okay. Und da beide keinen Skillpunkt haben, ist es minus 2 Würfel. Und da Julie nur ein Wissen von 2 hat, hat sie gar keine Würfel außer den Hazard Die. Oder? Nein, sie hat durchaus 3. So, genau. Ihr könnt übrigens, by the way, in Roll20 unter dem Chatfeld unten rechts könnt ihr dieses S-Doppelpunkt und da habt ihr ein Dropdown-Menü, da könnt ihr euren Charakter auswählen. Ah, ja. Wenn ihr dann in ein Chatfeld schreibt oder würfelt, dann wird auch nur nicht euer Login-Name, sondern wirklich nur der Character-Name da angezeigt. Okay. Habe ich nämlich vergessen noch zu erwähnen. Und was wir jetzt haben, ist 3 Punkte für Julie Werner in Sagen und Mythen. Mhm. Was du über New York weißt, ist, dass es nördlich von New Jersey City liegt. Ende. Wow. Okay. Das was genug. Chigo mit einer 14, das ist ein normaler Mindestwurf, weiß, ist, dass New York vor ungefähr 12 Jahren zur Sperrzone erklärt wurde, aufgrund eines riesigen Bebens. Und du vermutest, aus der darauf folgenden Gefahr von einstürzenden Gebäuden, Unebenheiten, Böden, die aufreißen könnten. Und du weißt es nicht genau, aber du weißt, wann es passiert ist und dass das Zentrum ziemlich dahinterher ist, dass niemand in die Sperrzone hineinkommt. Die patrouillieren sogar mit Kampfjägern alle 6 Stunden den Hudson River, damit bloß keiner auf die Idee kommt, neue Brücken zu bauen. Mit einer 18, einem anspruchsvollen Mindestwurf in Sagen und Mythen, Drakkar und Jonathan. Ihr beide habt davon gehört, dass da nicht einfach nur ein Beben war, sondern dass in einer unterirdischen Forschungseinrichtung und einem Strafgefangenenlager vom Zentrum Bomben hochgegangen sind, Atombomben, die etwas freigesetzt haben und so tief unter der Erde alles zum Vibrieren gebracht haben, dass halt nun mal die gesamte fucking Stadt zusammengebrochen ist. Und ihr wisst auch, da ist irgendwas ausgetreten. Irgendwas Giftiges, was die Bewohner verändert hat. Aber was genau, weiß man nicht. Aber Sperrzone, macht Sinn. Ja, ist nicht gut für die Gesundheit, habe ich gehört. Und Gerbsen war sogar schon dort und weiß, dass all das, was die anderen wissen, nur die Spitze des Eisbergs ist. Denn du weißt von Pandora-Infizierten, einem Virus, einem mutierten Virus, der aus den Forschungslaboren ausgedrungen ist und der die Menschen der Stadt zu degenerierten Kreaturen gemacht hat. Und so wahr es in der gesamten Welt ist, dass keine Zombies existieren, aber wenn man sich Zombies vorstellen würde, dann sind die Pandora-Infizierten dem, was dem am nächsten kommt. Und ganz Manhattan ist voll mit denen. Deswegen geht da auch keiner hin. Deswegen ist da auch fucking viel Loot, weil da keiner hingeht, weil keiner so lebensmüde ist. Und man sollte sich nicht beißen lassen. Und ohne ihre Köpfe sind sie machtlos. Möchtet ihr euch über euer Wissen austauschen? Oder sitzt Gerbsen da so? Ich weiß, was. Ich möchte meine Mitstreiter teilhaben lassen. Die sollen ja wissen, dass sie nicht gebissen werden sollen. Und wir sind ja eine Crew. Das macht ja schon ganz gut Sinn. Warum gehen wir da freiwillig hin? Loot. Wessen Idee war das? Geld, natürlich, ja. Der komische Typ war's. Wo die Hand winkt. Hier, Tim. Ja, dann ist er eingeladen. Das ist eine Falle.
Nein, nein, ist es schon, ist es schon unfassbar schwer, da reinzukommen. Wie nennen sich diese Infizierten nochmal, Gerbsen? Wie bitte? Wie nennen sich diese Infizierten? Die haben den Pandora-Virus, tragen die in sich. Zählen die noch menschlich oder darf man die verprügeln? Hä, das ist mir doch scheißegal, du hast doch eben auch rumgeträumt, während andere Leute in den Kopf Er hat uns doof angemacht. Ich meinte, Gerbsen hat erwähnt, dass man sich nicht beißen lassen sollte. Ich weiß nicht, wie klug denn dein Faustschlag ist. Es ist relativ, also wie ein Zombie, oder? Ne? Also ähnlich. Kennen wir dich, oder? Wie man sich so etwas vorstellt. Ja, ihr alle kennt ja die Mythen über Zombies. Ne? Ja. Wie wir uns. Es ist literally so, als würde ich euch jetzt sagen: Hey, geht nicht nach Bielefeld, weil da gibt es Zombies. Nennen sich nicht mehr. Ja, deswegen hat man da eine Autobahn dran vorbeigebaut, damit man bloß nicht reinfährt und so. Also ist literally die gleiche Situation, nur eine andere Welt und Situation. Und dass ihr da halt hinfahrt jetzt. Aber also wir wurden ja eingeladen von dem Fahrer hier, ne? Und das ist unfassbar schwer, da reinzukommen. Das weiß ich ja schon. Ich war ja erst einmal da. Du willst da zwar nicht rein, aber wenn du einmal drin bist, kriegst du echt guten Loot. Deswegen war ich damals zumindest da. Was brauchen wir denn? Alles. Oh. Wir haben doch kein Geld, oder? Sicher, wir sind ein bisschen broke. Alles, was uns voranbringt. Ich habe nicht so viel. Jetzt habe ich mehr, aber... Aber warum sollten wir für Geld irgendwelche Infizierten, die uns tödlich beißen können, ausrauben und nicht irgendwelche Gestalten in der Stadt, wo wir gerade waren? Die haben nicht so viel Geld. Hast du mal umgeguckt, wie die Idioten aussehen? Auch der Anfang der Geschichte war ein altes Forschungslabor oder ein geheimes Forschungslabor. Wenn wir da reinkommen, da sind Sachen drin, von denen kannst du nur träumen. Oha. Oh. Das ist, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Das ist aber auch viel besser. Ne? Da musst du aufpassen, weil da wird es richtig wild. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich direkt in der Quelle des Ganzen. Also Scooby, der Kleine, der Tote mit der. Fast tot. Ich glaube, Tim hat da ganz gut Arbeit geleistet. Der hat ja gesagt, dass in Manhattan noch ein Krankenhaus steht. Oh. Und dass man da mit so kleine Tabletten kriegt. Und die könnte man verkaufen. Aber wenn ihr so eine Einrichtung, ich glaube, da sind viel teurere Sachen drin, die man weggeben kann. Auf dem Schwarzmarkt könnte man die verkaufen. Dann kann ich mir endlich ein Bett kaufen. Ja, wie auch immer. Man muss auch träumen, ja. Aber das Krankenhaus wäre keine schlechte Idee, weil bei den Sachen, die hier in der Welt rumfliegen an Krankheiten, sollten vielleicht doch ein paar Medikamente auch haben. Ich stimme zu, aber was machen wir, wenn Tim etwas passiert, Leute? Ja, was wäre, wenn Tim etwas passiert? Das wäre schlimm. Also, ich will jetzt nicht irgendwie eiskalt klingen, aber wenn irgendjemand von euch gebissen wird, knall ich euch den Kopf weg. Ja, Tim, also pass auf. Also wir sind Tim gegenüber ja auch sehr großherzig, sag ich mal. Wir vertrauen ihm schon, dass wir mit ihm jetzt in dieses gefährliche Land, also in dieses gefährliche Gebiet fahren. Wir sollten vielleicht vorher erstmal gucken, ob Tim irgendwas Böses im Schilde führt mit uns. Sicherlich. Wieso Tim? Tim. Wir alle. Ja, aber wir kennen uns ja schon. Ja. Ich meine, er sieht aber nicht gerade wie ein Kämpfer aus. Reden wir jetzt gerade leise, ohne dass Tim uns hört? Wir können Juliana sitzt ja neben wir Tim. Wir können also, ohne alles Juli reden. Ja, Juli redet ja nicht. Der denkt ja, wir reden nur noch. Wir reden jetzt ohne Juli. Ja. Nein, ich höre euch. Ihr könntet tatsächlich so eine Zwischentür zumachen nach vorne. Und ihr habt ja alle Smartcoms. Ah, ja. Smartcoms sind auf eure Stimme eingestellt. Und die könnt ihr auch als In-Ear-Ohr teilhaben. Das heißt, Julie könnte euch zuhören, nur wenn sie was sagt, dann würde er wahrscheinlich doof gucken, weil so eine Seite des Telefonats mitkriegen. Mhm. Und ihr wisst auch, dass Jonathan, der muss noch nicht mal reden, um zu telefonieren, weil der hat ein implantiertes Smartcom. Okay. Wow. Ja, also wir sollten, also das Fenster ist zu, Julie hört uns jetzt quasi reden. Ja. Aber wir flüstern ja trotzdem, der sollte uns trotzdem nicht, dass der nachher sehr gute Ohren hat. Brauchen wir Tim für irgendwas? Sobald wir drin sind, brauchen wir Tim eigentlich nicht mehr. Wenn er zu Hindernis werden sollte. Hat sich denn einer von euch den Weg gemerkt?
Ich meine, er ist der Fahrer. Ich habe mich ausgeguckt, keine Ahnung. Ja, aber wir sind ja bald da. Jonathan, du kannst doch fahren, oder? Korrekt. Also, ich meine, Tim ist ja wirklich ein großer, mächtiger Mensch, so, ja? Das heißt, wenn die Zombies auf uns zukommen, können wir ihn immer noch schubsen und die fallen über den her und wir haben absolut keine Probleme. Wir können einfach eine abfahren. Weitere Person mitzuhaben, ist wahrscheinlich nicht schädlich. Yeah. Wir müssen eine weitere Person mit durchfüttern, wir sind auffälliger, er bringt uns nichts. Wir haben ein Schild. Ey, mir soll es ganz egal sein. Wenn ihr also meint, er ist ein Hindernis, bringt ihn beiseite. Kanonenfutter gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit, solange wie wir ihn brauchen. Und dann, falls mal so ein Ding kommt. Darf ich noch was Lustiges probieren? Oh mein Gott. Ja, also ich könnte auch mal mit meiner Menschenkenntnis natürlich überprüfen, was das überhaupt für ein Typ ist. Ob der uns was Böses will oder nicht. Das müssen wir natürlich auch bedenken. Vielleicht bringt er uns jetzt auch gerade, ne, tut er so, von wegen, ja, ihr habt zwar meine Macke getötet, aber jetzt hat er ja die Unterschrift von Giulivana. Vielleicht sagt er jetzt auch, naja, vielleicht sorge ich jetzt auch dafür, dass die anderen weg sind. Vielleicht will der uns ja loswerden, um alleine mit Giulivana. Der was Typ machen wir dann? Ist dumm wie Brot. Der ist nicht die Halsleuchter am Baum. Ja, aber genau deswegen könnte er denken, dass er Giulivana mitnehmen kann. Fahren wir gerade noch? Also sind wir am Fahren? Ihr werdet etwas langsamer. Ihr seid noch lange nicht in der Stadt drin, aber ihr werdet etwas langsamer. Als wärt ihr bei irgendetwas angekommen. Okay, ich mache dieses Tor wieder auf und frage, warum werden wir langsamer? Sie hat irgendwas von Schild gesagt. Ich gucke kurz zu Giulivana rüber und meint dann, da vorne ist unser Zugang. Oh. Und ihr seht so 3, 4, 7, 12 Container einfach so in der Pampa liegen und stehen. Und er fährt auf einen zu und neben dem Reifenstapel, der auch ziemlich wahllos da rumsteht, ist so ein kleiner Poller, wie so eine Parkuhr, ja, oder so eine Eingangskontrolle für eine Tiefgarage. Und er hält diese Karte durch das offene Fenster an diesen Poller, macht piep. Und vor euch geht eine von diesen großen Containertruhen oder Metallsärgen, je nachdem, wie man sie nennen möchte, auf. Und sie ist leer. Und dann fährt er da langsam mit dem Van rein. Drin angekommen ist es sehr eng und sehr dunkel. Und es ist sehr unangenehm, im Zweifel. Wie gut, dass keiner von euch nach der Klaustrophobie hat, weil das wäre es fies. Hinter euch schließt sich nämlich diese große metallene Doppeltür. Es rumpelt und das ganze Teil fährt langsam nach unten. Und spätestens jetzt wisst ihr, diese Zugangskarte und dieses ganze Konstrukt hier, der muss mit irgendjemandem gesprochen haben und jemandem viel Geld gegeben haben für solche krassen Sachen. Das kriegst du nicht einfach so auf dem Schwarzmarkt oder vom Trödler. Ich wollte gerade sagen, meine Zweifel in Tim werden gerade sehr verstärkt. Ja, meine auch. Also ja, ich hatte sowieso vorhin los. Lass uns erstmal gucken, wer er ist und was er macht. Aber ich meine, Jonathan ist doch super charismatisch. Ich habe auch eine gewisse Art und Weise, also ich habe auch Möglichkeiten, ihn Sachen zu entlocken. Vielleicht auch einer von euch. Vielleicht sollten wir erstmal gucken. Auch. Sag mal, Tim, wer hat dir eigentlich von diesem Untergang erzählt? Was? Ja, woher weißt du das alles hier? Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt offensichtlich. Ich bin der Fahrer. Ja, aber woher weißt du das? Wer hat dir das gesagt? Scooby hat die Karte besorgt. Der war im Aftermath und hat da mit einem Typen gesprochen. Was war die Frage nochmal? Ich nehme mich nach vorne, Hand auf seine Schulter. Huh? Was? Weißt du, wo wir hinfahren? Wieso ist da ein Aufzug? Weil anscheinend der Typ aus dem Aftermath das Ding vor Ewigkeiten einbauen hat lassen. Der verkauft so Karten. Aber Die hier ist nur für einmal, also für beide Seiten. Also für einmal so und einmal so. Aber es gibt auch so goldene Karten, die sind dann für ganz oft. Und er macht eine voll falsch aussehende Geste in die Kamera. ja. Unten angekommen befindet ihr euch auf ziemlich
zugeschütteten und kaputten Schienen von einer U-Bahn-Strecke. Jonathan, denkst du, Tim weiß noch etwas und ist nur zu dumm, es zu sagen oder will es nicht sagen? Ich glaube tatsächlich, er ist, also ich mache mal Menschenkenntnisse, weil ich habe das Gefühl, der ist wirklich strohdoof, aber um sicher zu gehen. Ja, ich dürfte auf Schauspiel gegenwürfeln. Kannst du gerne machen, I guess. Wow. Ja. Du hast eine 40. Ich würfel gegen und habe eine 9. Okay. Er wäre gerne intelligenter. Er ist allerdings er ist so. Können Tim wir ihn als Haustier behalten? Ja, ich wollte sagen, ich gebe einfach so, Tim ist einfach so ehrlich, wie er sein kann. Selbst wenn er versuchen würde zu lügen. Also du bist der Meinung, ich könnte nichts aus ihm rauslocken. Wahrscheinlich nichts, außer du kannst irgendwie in sein Unterbewusstsein reinklettern. Und denkst du, dann könnte ich was aus ihm rauslocken? Ich frage gar nicht erst, warum du das fragst, aber höchstwahrscheinlich, dann könntest du, ja. Ich würde dir das Reden überlassen, weil das ist eher so dein Ding, Jonathan, aber ich würde gerne mal versuchen, auf Wille brechen, auf Tim zu würfeln. Der arme Tim. Unterbewusstsein, ja. Das wird ja nicht schwer. Warte, Wille brechen, was ist das? Also, das ist, also effektiv ist das so 5 Minuten lang geistige Folter unter extremen Schmerzen und er wird dir dann alle Fragen beantworten, die er will. Ist halt jetzt vielleicht nur in diesem, just in diesem exakten Moment. Lassen wir ihn erstmal anhalten. Können wir weiterfahren? Wenn ihr jetzt fahrt. Ist das eine besondere Fertigkeit? Eiskalt. Oder also, ist die Kraft. Also ihr wollt mich schon wieder zurückhalten, ja? Ja. Es ist eine Psi-Kraft. Okay. Gut, dann... Wir wollen nur verhindern, dass wir jetzt gegen die Wand hier fahren. Dann redet ihr gern weiter mit Jonathan. Das bringt euch. Daka macht in seinem Kopf so die Strichliste. Nicht gut fürs Zurückhalten. Nein, nicht gut. Die Prophezeiung kommt. Ich sende halt einfach jetzt mit meinem implantierten Smartcom, ohne dass ich rede. Mich wundert es nur, warum sollte irgendjemand, der Zugang zu sowas hat, die 3 größten Vollidioten hier hinsenden? Größmann. Oder, sobald sie, wenn sie erfolgreich zurückkommen, halt direkt vor den Containern abzufangen. Ja, irgendwas stinkt hier. Und das ist das nicht... Ist nicht der... Was? Entschuldigung. Timmy Boy. Das ist der einzige Zugang hier? Und Ausgang? Das ist der einzige, den ich kenne. Okay. Ich weiß nicht, ob wir zu anderen auch da mitfahren können oder ob es andere gibt. Vielleicht finden wir ja drin so eine goldene Karte von irgendwem, der gestorben ist oder so. Rein realistisch, ich meine, New York ist seit 12 Jahren abgesperrt. Aus der Zeit davor, wusste irgendjemand, weiß man, dass diese Tunnel existieren? Weil ich meine, das ist eine U-Bahn in New York, die gibt es ja doch häufiger. Wenn es so viele Karten auf dem Schwarzmarkt gibt, sicherlich. Das Problem ist, dass wir gerade für, wenn wir abgefangen werden, für die Idioten halt die Drecksarbeit machen. Die müssen da nicht rein, die fangen die Leute einfach ab, die da ihren Loot rausgeholt haben und dann sind wir am Arsch. Deswegen sollten wir vielleicht über alternative Auswege nachdenken. Korrekt. Ja, aber müssen wir das jetzt machen oder machen wir das später? Vielleicht kommen wir noch. Wir fahren noch, wir haben noch Zeit zu überlegen. Wir müssen erst mal gucken, wo wir überhaupt hinfahren, verdammt. Nach New York. Man hält erstmal durch die Dunkelheit. Ja. Und er sagt, bisher war das immer ganz, ganz easy. Man fährt hier rein, dann fährt man an der anderen Seite raus und dann muss man aufpassen, da muss man sehr leise sein. Weil Scooby immer gesagt hat, man muss sehr leise sein. Und wenn Scooby sagt, man muss leise sein, dann passt man eigentlich auf, dass man nicht leise ist. Aber hier in dem Tunnel kann eigentlich nie was passieren. Und er schaut kurz zu Julie rüber und ja, alle guckt so kurz zu Tim. So dieses, really? Und just in diesem Moment seht ihr in dem Scheinwerferlicht, wo man links und rechts ja gerade über diese Schienen fährt und immer wieder so leicht vibrieren, dass eine Person aus der Dunkelheit einen Schritt in die Fahrtrichtung des Wagens macht, mitten ins Scheinwerferlicht, auf den Schienen, in diesem stockfinsteren Tunnel, und zwar Pauz! Und der Körper verteilt sich frontal auf der gesamten Motorhaube. Die ganze Scheibe ist voll mit klebrigen, dunklen Resten. Und der macht,
und lenkt zur Seite, weil das ist ja total das Logische, was man dann macht. Und ihr alle müsst bitte einmal Stärke würfeln, um euch festzuhalten. Denn festheben. Nur Stärke einmal drücken. Ja, ihr würfelt nicht auf Stämmen, um euch festzuhalten, sondern nur auf Stärke. Wenn ich auf Stärke drücke, kommt da oben dieses Feld wieder nicht, leider bei mir. Das ist doch jetzt weiter bei runter dann, das ist runter dann, Dalu. Ja. Ah, ja. Einfach. Wo ist Stärke? Ganz oben, nicht links oben über den. Über den. Bring mir meine nicht-organischen Sachen hier irgendwas. Du kannst dich auch gerne mit deinem Arm festhalten. Chico könnte sich auch gerne mit dem Arm festhalten. Okay. Ich habe ja bei dem Arm separate Werte. Also wenn die Stärke da höher ist, dann dürft ihr auch gerne diese Werte da eintragen. Ah. Na, wenn Stärke zum Beispiel 6 ist, könnt ihr auch einen Hesserteil und 5 reguläre Würfel und das dann würfeln. Nee, okay. Da habe ich euch die Robotik-Werte, habe ich euch, glaube ich, entweder direkt unter die Attribute oder oben bei den Notizen mit eingetragen. Die direkt unter, ja. Unter den Attributen, ja. Nee, okay, dann ups. Guck einmal kurz. Ich finde es gerade nicht. Direkt unter den Attributen habe ich dir in diese längliche Zeile reingeschrieben, Robotikarm rechts, Pearl Edition. Ja. Stärke 4. Also die ist genauso hoch wie deine reguläre Stärke. Okay, okay. Damit sie am ganzen Körper angeglichen ist. Okay. Ansonsten bist du hier Obelix mit diesem Arm. Ich fliege gleich kurz durch den ganzen LKW kurz. Ja. Ich habe auch nur einen 9 gewürfelt. So, wir haben Stärke. Chigo mit 16. Anspruchsvoller Mindestwurf. Super. Deine Reflexe sind klasse. Du hältst dich fest, krallst dich in die Sitzkante. Gar kein Problem. Ruckelst einmal hin und her. Im Gegensatz zu Göbsen. Er war gerade noch hier und ist jetzt da vorne. Und ich wiege ja auch nichts. Ich wiege ja nur 69 Kilo. Drakkar, durch seine pure Anwesenheit, vermag dieses Fahrzeug keine Lust zu haben, ihn zu schleudern. Es hat Angst, dass es danach verhauen wird. Das ist ein bisschen so, wie als würde man mit der 20-Stärke Chuck Norris irgendwie beim Autounfall. Ich stelle mir gerade vor, wie der LKW einfach crasht, alles bewegt sich, aber Drakkar bleibt einfach stehen. Er sitzt einfach jetzt nicht. Richtiger Stein. Julie, auch anspruchsvoller Mindestwurf. Du hältst dich fest, ist gar kein Problem. Einmal kurz beherzt zugreifen. Nathan. Ja, das Tschüss. Ist nur, ja. Man hört nur, oh shit. It was at this moment he knew. He fucked up. Ich hab die ganze Zeit mal angefangen, Mindestwürfe ab 10 aufwärts zu erklären. Ne? Oh. Aber es gibt Mindestwurf für 5 Punkte. Das ist nämlich die Grenze für routiniertes Handeln. Ja? Das heißt zum Beispiel laufen oder sowas. Kann ich auch nicht. Und du hast eine fucking 4. Das heißt, andere Leute versuchen sich festzuhalten und du hast eher so dieses bloß nicht festhalten. Ne? Wenn ich mich irgendwo festhalte, dann könnte ich mich verletzen. Und das ist eher so der Teflon-Effekt. Alles hält an und du rutschst einfach nach vorne. Du bist noch schneller als Gerbsen, obwohl du größer und schwerer bist. Liegen die dann bei Tim und mir vorne? Oder? Ich glaube, hört nur so einen dumpfen Knall von hinten. Ja, diese Trennwand, die da so geöffnet wurde, da so links und rechts einmal papp, wie Gerbsen und Jonathan links und rechts dagegen knallen. Ihr beide müsst einmal Stärke würfeln, Konstitution würfeln. Gegen 15 Schadenspunkte. Weil ihr schlagt mit dem Kopf gegen die Querverstrebung. Und alles, was ihr weniger habt, ist Schaden, den ihr erleidet. Gerbsen hat 11 Konstitutionen. Gut. Ihr seht also, wie sein Kopf und Jonathan ebenfalls 11. Wie schön. Brüder im Schmerz. Eure Schläfe schlägt gegen eine kleine, schlecht verblendete Metallstrebe und eine dezent Platzwunde von 4 Schadenspunkten entsteht über eurem Auge. Es tut weh. Es tut unangenehm weh.
Maxi, trag dir bitte mal 4 Schadenspunkte, Trefferzone 12 ein. Auf der rechten Seite siehst du das, ne, bei dem Trefferzonen, bei diesem Männchen mit den ausgestreckten Armen. Gibi, du brauchst dir da nicht den Schaden eintragen. Denn es passieren jetzt mal eben 2 Dinge. Wir haben ja gelernt, Gerbsen soll man nicht wehtun. Das tat weh. Ihr seht also, bis auf Julie, du bist es, doch wohl, du, das rums hinten, kriegst ja mit, kannst du zur Seite kommen. Ja. Und dann siehst du das Gesicht von ihm und oberhalb seiner Brille, die er trägt, siehst du, wie die Wunde sich einfach innerhalb von Sekundenschnell wieder schließt. Was? Und jetzt muss Gibi bitte 2 Würfelwürfe machen. Und zwar möchtest du einmal eine Willenskraftprobe machen. Ob du dich beruhigen kannst und nicht vor Wut und Schmerz ausrastest. Jetzt mach nicht den Dracker, bitte. Du hast eine 55, das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Wurf. Gut, jetzt hast du in deinem Körperbogen hast du etwas stehen, das nennt sich Instinkt. Da klickst du drauf und bitte ergänzt du zusätzlich noch Bonuswürfel in Höhe deines Adrenalinwertes. Adrenalin findest du rechts unter den Attributen, den ersten Wert. Da schreibst du einfach mal Bonuspunkte rein. Wenn dein Instinktwurf jetzt höher ist als dein Willenskraftwurf, habt ihr ganz andere Probleme, aus diesem Tunnel zu kommen. Also ich habe einmal auf Instinkt gedrückt und auf Adrenalin, ne? Also auf die 2 Instinktwürfel klicken, dann müsste das vorbefüllt sein. Und dann bei Bonuswürfel schreibst du jetzt die Höhe von deinem Adrenalinwert rein. Bonuswürfel, nicht Bonuspunkte. Nee, Bonuswürfel. Ja. Nämlich das dann. Ah, du hast zum Glück nur 2 Adrenalin und eine unglaubliche Selbstbeherrschung. Eine 20 in Instinkt. Du kannst dieses Funkeln zurückdrängen. Und ihr habt nur ganz, ganz kurz den Effekt, dass Gerbsens Augen einmal komplett schwarz werden. Und danach sind sie wieder ganz klar und normal. Und Tim flucht und guckt nach vorne und ihr hört so ein was aus dem Motorraum von eurem Fahrzeug aufsteigt. Tim, das war klasse, das war schon mal ein sehr lustiger Anfang. Was ist denn mit dem Auto? Da ist mir eine Taube vors Auto gefahren. Das war keine Taube. Wir sind hast du die Taube blind. Hier gesehen in der Stadt? Das war was anderes. Solltest du Weichei, was da passiert? Oh, hey, dein schönes Gesicht. Gerade in der Mitte. Sind noch alle Gliedmaßen dran? Wenn ja, dann passt es doch. Ich stöße mich so auf meinen Stock und stehe auch so. Was ist denn jetzt passiert? Ihr seht ja kaum noch was aus der Windschutzscheibe. Mach mal den Windschutzscheibe, mal Wäsche an hier. er macht das. Rotes Zeug. Und ihr seht tatsächlich eine Hand, wie sie die ganze Zeit so hin und her geschmiert wird, weil sich irgendwelche Sehnen da verheilert haben. Und es winkt die ganze Zeit. Tim, ja, was für Tauben sollen das sein? Oh, vielleicht doch keine Tauben. Aber die Tunnel waren immer leer. Glaubt ihr, da hat jemand die Tür offen gelassen auf der anderen Seite? Das wäre aber schlecht. Entweder das oder die Kreatur, ich wollte gerade sagen, von der anderen Seite, du meinst aus New York raus. Ja, ja. Das wäre aber echt schlecht, ne? Ich dachte, da ist niemand. Doch, die Pandora-Kranken. Ja, und die Leute, die hingehen, so wie wir zum Beispiel. Geht irgendjemand von euch mal rausgucken, ob das Auto heile ist? Ich sehe das nur ein Scheinwerfer so gerade so flackernd in den Tunnel leuchtet. Es ist stockfinster. Der Mutigste sollte rausgehen. Es gibt sowas wie Wahrnehmung, oder? Ich frage einfach mal, aber wer von euch kann in totaler Dunkelheit überhaupt sehen? Ja, ich gehe ja schon. Kann ich aus dem Fenster mal rausgucken, einfach mal raushorchen?
raushorchen, klar, klar. Gut, dann Kurbel. dann horch mal. Würfel mit Wahrnehmung? Auf Wahrnehmung. Quatsch, du hast ja horchen, du hast ja verbessertes Mutantengehör sogar. Ja, deswegen will ich mal horchen. Lass mal horchen. Wo bin ich denn das? Oh Gott. Unter Thema Nachtsicht. Nachtsicht. Ja, nein, du hast in der Mitte unter den Fertigkeiten, ganz unten, ja. Hast besondere Fertigkeiten, dann müsstest du Hören haben. Ach so, ja, habe ich. Da kannst du auf den Würfel klicken. Yep. Und dann mal rollen. Drakar müsste eine Nachtsichtbrille haben. Genau, ja. Göbsen, glaube ich, auch. Ich habe Wahrnehmung hoch, ja. Aber keinen. Nee, du hast eine Sehhilfe. Ich bin. Ja. Shigo hat von der Mutantenfähigkeit her Nachtsicht, im Zweifel. Eine 23 in Hören. Du kannst tatsächlich was hören. Und Alter, sorry, ich rauche gerade, als ob hier draußen niemand grillt. Ich weiß nicht. Hört es noch dazu? Ja, das du hörst jemand draußen vor dem LKW grillen. Ne? Ich kann auch cool riechen. Also. Okay. Du hörst, ich höre. Dass in dem Tunnel ist dieses klassische, ein Stein fällt wie in einen Brunnen und es klackert und es schallt von diesen steinernen Wänden zurück. Du hörst Schritte. Sie hörst kommen. Viele Schritte. Das sind langsame, träge, schlurfende Schritte. Teilweise auch mit einem matschigen, kletschigen Unterton, als ob man nasse Säcke über die Schienen zieht. Du bist mit einer 23, das ist ein schwerer Mindestwurf, du bist dir ziemlich sicher, das sind mindestens ein Dutzend, wenn nicht sogar zwei Dutzend Körper. Und die kommen aus der Richtung, in die ihr wollt. Ihr habt wahrscheinlich so den schnellsten erwischt. Well, fuck. Und wir können ja Timmy hier liegen lassen eben, oder? Und Shigo, was hast du gehört? Genau, Shigo, was hast du gehört? Da kommt was. Die Horde rennt zwar nicht, aber sie kommt. Wie viele? Eine Menge, so ein Dutzend vielleicht. Nur die 12. Sind, ja. Jo, Timmy Boy, mach mal das Licht aus. Reagieren die auf Licht, die Dinger? Gibi. Gib es uns. Ja, unter Umständen. Ich ziehe einfach schon mal meinen Revolver. Also das sind doch bestimmt Pandora-Infizierte, oder? Wenn die so komisch laufen. Die sind langsam. Hast du nicht noch rausgeguckt, Danu? Ich schau mal. Ich öffne hinten einfach die Tür und kletter halt an den LKW raus und guck einfach mal den Tunnel entlang. Aber Ja, deine Cyber-Sense-Robotik-Augen passen sich an die Dunkelheit an. Du kannst taghell in dem Tunnel schauen und du siehst circa 50 Meter Entfernung, dass da ein, zwei torkeln vorweg. Aber dann siehst du so eine Wand. Der Tunnel ist circa 5 Meter breit, gute 4-5 Meter hoch und dann siehst du da wirklich nur eine Menge. Also du siehst nicht, wo es aufhört. Das sind, also 12 sind es nicht, also mit Sicherheit eher so zwischen 20 und 30. Oder mehr und du siehst es dahinter nicht, weil du hast es ja nicht vernünftig gehört. Ich wollte gerade sagen, ich sage jetzt auch einfach über die Smartcom dann so, also ich weiß nicht, wie viele es sind. Das sind etwas zu viele, um zu zählen, weil die sich gegenseitig im Weg stehen. Was denkst du, wie viele? Über 30. Nur 30? Über. Ich kann nicht weiter gucken, weil da zu viele sind. Geschlafen hat, weißt du? Ah, eure Zeit wird noch kommen. Machen wir? Wir haben halt nur Nahkämpfer außer Maxi. Das wird halt. Kann ich mich nochmal umgucken im Tunnel, ob irgendwo Türen sind oder so? Das wäre auch meine nächste Reaktion. Jonathan, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Wieso bleibst du im Wagen sitzen? Das ist mir irgendwie zu unheimlich da draußen. Was machen wir denn erstmal mit Tim? Wir schicken ihn vor. Timmy Boy, was hast du dazu? Was tun wir jetzt?
Timmy! Tim hat nichts gehört. Der hat ja kein Smartcom im Kopf stecken, glaube ich. Wieso mit mir? Was hast du vor, Tim? Was willst du machen? Ihr schaut raus. Leider gibt es da gar keine anderen Zugänge. Ihr seht einen so einen ehemals leuchtenden Notausgangsschildzugang, der leuchtet nicht. Und darunter der Rahmen von der Tür, der ist zugemauert. Also das ist dicht. Oh. Shit. Das ist nicht gut. Nicht schön. Wieso mit mir? Also ich möchte hier lieber im Auto bleiben oder irgendjemand repariert das Auto da draußen. Tim, das ist eine sehr gute Idee. Du bleibst hier im Auto und wir gucken, was draußen los ist. Ich würde anfangen, den Tunnel schon wieder zurückzugehen, tatsächlich. Praktisch schon im Auto. Tschüss. Und ich sage auch, also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe wieder zurück erstmal. Jonathan, du kannst jetzt nicht den Schwanz einziehen. Ich will nicht laufen. Was? Wann haben wir denn angefangen, vor einer Aufgabe wegzulaufen? Ich laufe nicht weg. Ich laufe doch nicht. Wegzugehen dann eben. Zurückgehen bringt nichts. Wir sind mitten in der Pampa. Wir können keine 30 von diesen Schlürfern kaputt machen. Wie gesagt, das sind wahrscheinlich mehr. Schon. Aber ich bin dafür, dass sich mal jemand von Timmy vorsichtshalber die Karte geben lässt. Giulivana. Das ist meine Karte. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen ohne Karte? Ja, das hat er gehört. Tim, weißt du, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir mal die Karte reichen würdest. Bleibst du nicht bei mir? Schau doch, dich an. Ich bleib bei dir. Mit großen, hundeähnlichen Augen. Cool, hat er dich an. Du willst mich einfach hier lassen, wenn ich dir die Karte gebe. Dann machst du das wie der Typ mit der Kapuze von euch. Der hat mir mein Geld auch nicht wiedergegeben. Der hat gesagt, du musst tanken, aber wir waren gar nicht tanken. Wir müssen auf dem Rückweg nämlich erst tanken. Tim, mach dir keine Sorgen, ich bin nicht wie er. Ich bleib bei dir. Ich glaube, du hältst mich für dumm. Nein. Viele halten mich für dumm. Das liegt daran aber nur, dass ich halt ein bisschen unintelligent bin. Das hat mir meine Mama. Er hat dich durchschaut. Das war aber ein wirklich kluger Satz eigentlich. Also du bleibst bei mir, du willst dir die Karte nur angucken, stimmt's? Okay, ja, richtig. Die Crew. Wir lassen Giulivana und Tim im Auto und wir überlegen uns, was wir jetzt machen. Ja. Er gibt dir die Karte. Ich nehme die Karte. Ich bin mal stehen geblieben, zwar ein bisschen weiter weg als vorher, aber in Reichweite des Bahn kommt's noch. Also in der Theorie, wir hätten die Möglichkeit, die fertig zu machen. Da bräuchten wir aber alle für, sogar Giulivana, weil die ist nicht gerade ohne mit ihren Schwertern. Und die hat Dual Wheel, die kann bestimmt ein paar wegschleddern. Und wahrscheinlich ist sie auch mit Jonathan eine der wenigen, die tendenziell eher nicht gebissen wird, weil sie halt ein Schwert hat. Oder Shigo wahrscheinlich auch nicht, weil sie eher einen Arm hat. Aber ich bin genau wie du, Draka, wir sind beide aus Fleisch, so wir können... Ich bin dafür, wir lassen die anderen das diesmal machen. Können wir nicht? Weil Mister, ich schlaf beim Kampf. Draka, könnten wir doch eigentlich mal vorschicken und sagen, jo, da ist doch bestimmt noch ein bisschen Blut in den Dingern drin. Mal ein bisschen... was du kannst. Auch immer ihr euch entscheidet, ihr solltet euch schnell entscheiden, weil die hören nicht auf zu gehen. Ich sag euch, Jonathan ist gleich fort. Wer ist fürs Kämpfen? Was? Wer ist fürs Kämpfen? Ja, ich kämpfe aber nicht. Man hört über das... Ich würde jetzt sagen, man hört über Smartcom einfach mein Revolver mit Klick. Alles klar. Okay, ihr seid alle fürs Kämpfen. Die Geste von Julie mit den zwei Schwertern, du möchtest jetzt nicht Tim, nachdem er dir die Karte gegeben hat, mit den beiden Schwertern irgendwie was tun, oder? Natürlich nicht. Der schaut dich nach wie vor noch an. Hast du die Karte jetzt geguckt und die anderen scheinen jetzt sich um die Viecher da zu kümmern. Und dann können wir ja gemeinsam, er legt so die Hand ganz vorsichtig auf deinen Oberschenkel. Könnten ja zusammen, gemeinsam. Kann ich nach vorne greifen und deine Hand nehmen? Und nein. Das ist ihre Sache. Er schaut. Was tust du?
nehme seine Hand so und tue sie wieder auf seinen Schoß. Ja. Und ich sage, Tim, so weit sind wir noch nicht. Diplomatisch. Noch erstmal Hoffnung gelassen. Das war wirklich noch Hoffnung. Das war voll mies, so dieses am Haken. ja, er bleibt da sitzen. Also er ist dein Lakai. Oh je. Und wartet und ja, alle anderen steigt aus und steigt Julie auch aus dann dazu. Ja, Julie ist die Wichtigste, oder nicht? Bin ihr das? Naja, wir brauchen noch ein Opfer. Julie. Julie, du musst was sagen. Steigst du mit aus oder nicht? Du willst auch kämpfen, ne? Ja. Dann gib mir die Karte und dann weiß ich, dass du zurückkommst. Na gut. Ich hole was aus meiner Tasche und reiche es ihm, aber es ist ein Tempotaschentuch. Was? Und dann steige ich aus. Und ich hoffe, in der Dunkelheit denkt er, das ist das Ticket. Komm, also eine Magnetkarte und ein Taschentuch. Der hält sie für sehr dumm. Du bist draußen, ihr seid draußen. Ihr seht vor euch ungefähr 25 von diesen Kreaturen, die sich euch nähern. Auf 5 Meter Breite aufgesplittet. Nicht wie eine Wand, sondern halt wirklich tatsächlich leicht versprengt. Und sie kommen straight auf euch zu. Sie sehen alle sehr abgemagert aus. Tatsächlich, als wären sie am Verhungern. Oder wären schon verhungert. Drakkar, du spürst intuitiv, dass da kein funktionierendes Blut mehr an denen vorhanden ist. Das ist alles geronnen. Du kannst, ohne zu würfeln, kannst du so kleine Tricks machen und auch so ein bisschen Blut schweben lassen und so. Aber das weißt du, da du brauchst halt diesen Kontakt. Du müsstest es halt spüren, mhm. Und da ist nichts. Das heißt, du weißt auf jeden Fall definitiv, nope, die sind in so einem Verwesungsstadium, da kann man auch draufhauen, da wird auch nichts spritzen, außer man zermatscht es natürlich komplett, wie mit dem Auto. Aber ihr seid auf jeden Fall auch safe, was jetzt irgendwie Klingenwaffen oder grobe Gewalt, sag ich mal, angeht. Da würde man sich auch nicht unbedingt verletzen oder infizieren. Leute, die da hinten sind schon sehr lange untot. Ich kann kein bisschen Blut aus deren Körpern vernehmen. Was auch immer ihr tut. Ich würde tatsächlich anfangen, gerne zu schießen jetzt, weil die sind wahrscheinlich schon doch deutlich näher, als sie sein sollten. Hat Timmy nicht gesagt, dass wir leise sein sollen? Ja, nee. Okay. Ich gehe einen Schritt zurück und warte ab, was du machst. Jonathan, jetzt brauchen wir dein Aim. Ich springe aufs Auto rauf. Oh. Was? Aufs Auto. Erhöhte Position. Also von dem Autodach kannst du noch ohne Probleme stehen. So 50 Zentimeter über dir beginnt dann die Tunneldecke. Und Jonathan, du schießt mit deinem linken Arm. Korrekt. Dem robotischen Arm. Korrekt. Das heißt, du darfst schaust einmal deine Geschicklichkeit und die Geschicklichkeit von deinem Arm an und die Differenz, die packst du dir bitte als Bonuswürfel dann oben drauf. Weil wenn man nur den Arm verwendet, wie das beim Schießen der Fall ist, verwendet man auch nur die Werte von dem Arm. Und die sind deutlich, Jonathans linker Arm ist deutlich geschickter als sein natürlicher rechter. Ja. Auch das klingt wieder so falsch, aber egal. Genau, Bonuswürfel auf Schießen anklicken, Bonuswürfel von dann in dem Falle die Differenz hinzufügen. Ja. Möchtest du auf etwas Besonderes zielen? Ich meine, in dem Falle die Köpfe wahrscheinlich.
Nachdem wir erfahren haben, ohne dass sie ohne es funktioniert. Ich habe so einen Style-Skill, Billy the Kid. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der tut. Ziehen und schießen innerhalb von einer Aktion. Ja, das aber ist es. Aber du musst ja Zeit zum Vorbereiten. Ich wollte gerade sagen, die Waffe hatte ich ja schon drauf. Alles klar, das brauche ich also nicht mehr. Für Kopfschüsse bitte 2 Würfel abziehen. 2 Würfel, also nur 2 Bonuswürfel oder normale Würfel. Ist egal, ne? Ja. Dann also nur 2 Bonuswürfel. Alles klar. So. Dann gucken wir mal. 31. Du bist ein exzellenter Schütze. Es ist gar kein Problem. Die taumeln, die versuchen ja nicht mal auszuweichen, weil sie haben einfach nicht die Kapazität. Sie weichen nicht aus. Du schießt. Was allerdings der andere Effekt ist, du hast einen ungefähr so fetten Revolver. Ihr seid in einem Tunnel. Yeah. Boom. Besonders Chigos sensiblen Ohren. Es dröhnt. Es ist ein Gewitter. Und mit diesem unglaublich lauten Knall triffst du den Typi mitten in den Kopf und macht Pauz! Und der Unterkiefer steht da noch. Und dann fällt der Körper um. Wenn du euren Ohren das Leid antun möchtest, dann kannst du auch noch einen zweiten abknallen. Das ist für dich wirklich Tontaubenschießen, aber... Ich denke nur so, da lohnt sich der Schuss nicht mal. Da ist die Munition zu wertvoll für. Ihr könnt das erledigen, weiter. Was hast du gesagt? Anderson muss irgendwas kompensieren, Leute. Ich weiß zwar nicht, warum er aufhört zu schießen, aber ich fange jetzt mal an, ja? Ich gehe nach vorne und würde dann jetzt gerne mal anfangen zu schnetzeln, bitte. Okay, dein Schlimmstes. Er hat ja 2 vorne, ich glaube, der erste da vorne ist weggeknallt, also nehme ich den, der daneben stand. Okay. dann exerziere bitte mal einen beispielhaften Angriff durch und sag mir mal, möchtest du auch im Nahkampf jetzt auf irgendwas Besonderes achten, angreifen? Ich möchte gerne den Kopf abschneiden mit den Krallens. Mit den Krallens Kopf abschneiden, das heißt, bitte einmal einen Nahkampfangriff machen und einen Würfel abziehen. Das heißt, du kannst bei Bonuswürfel halt dann ein -1 eintragen, damit wir einmal wissen, wie viel Schaden du damit machen würdest. Wenn Drakkar, wenn Drakkar auch in den Nahkampf gehen möchte, ja, dann darfst du das auch machen. Ja? Was? Sie würfelt auf? Nahkampf. Ich würde aber erstmal was anderes würfeln wollen. Okay, dann machen wir das dann im Anschluss. Ja, soll ich Chigo das auch? Hat eine 33. Holy moly. Okay, das heißt, einmal explizit Stärke. Sie weicht nicht aus. Dementsprechend 3 Bonuswürfel und deine 20 Punkte. 3 Bonuswürfel, 20. Ne? Man merkt schon direkt, wir haben es schon gemacht, das wird schneller. 52, super. Im Durchschnitt hat ein normaler Mensch, in dem Fall auch die Pandora-Infizierten, 3 Würfel. Die sind ein bisschen stabiler. Wir sind mit 4 Würfeln unterwegs. Aber selbst mit einer 15 würden sie im Durchschnitt das nicht schaffen. Du machst mehr als 30 Punkte Überschuss Schaden. Das heißt, du schaffst es rein mit diesem klassischen Angriff, mit deinen Krallen auszuholen und den komplett den Kopf runterzureißen, beziehungsweise so durchzuschneiden, dass sie danach kopflos sind. Gutes Beispiel, du schaffst 2 pro Runde zu killen. Dann stehst du da vorne und vor dir sind noch 22 mindestens weitere. Und die anderen dürfen noch. Ja, ich würde gern auf Blur Monokinese würfeln. Was müsstest du dafür von mir haben? Für Chronokinese Blur würfelst du mit deinen, du hast deine 6 Würfel Chronokinese und Blur ist ein Buff. So, da habe ich ihn. Auch wieder ein leichter Mindestwurf. Ja, ja, wie gerade. Und
würde dir ja Nahkampf, Rennen und Waffenkampf als Bonus geben. Drei Würfel. Also reguläre Würfel 3. Mhm. Ja. Du darfst gerne, wenn du möchtest, einen vielleicht zum Erweitern nutzen und nur zwei für den Bonus, für die Kraftstufe. Also Hazard habe ich ein, regulär habe ich jetzt 3. Ich würde regulär 2 nehmen. Okay, ja, und dann Bonus mache ich jetzt. Kraftstufen und einen nehmen wir, um das Gebiet zu erweitern. Das heißt, du würfelst mit einem Hazard-Teil und zwei normalen Würfeln, bitte. Ja. Jetzt zeigst du uns, dass du bitte eine 8 bis 12, eine 8 bis 13, okay. Deswegen ein Punkt zur Seite, um das Gebiet zu erweitern. Das heißt, du hast es geschafft. Sehr schön. Das heißt, du bekommst jetzt... Jetzt bewege ich mich mit unnatürlicher Geschwindigkeit. Ja. Deine Bewegungen verschwimmen. Er ist einfach so in der Geschwindigkeit. Das ist jetzt ein Buff, den kannst du jetzt so lange aufrechterhalten, wie du möchtest. Für alle Dinge, die nicht rennen, Nahkampf oder Waffenkampf betreffen, würdest du minus einen Würfel kriegen, aber für diese Sachen kriegst du 2 Bonuswürfel. Ja, und jetzt würde ich draufschlagen. Machen wir. Dann bitte Nahkampf und deine Bonuswürfel dazu. So, Nahkampf. Wie viele Bonuswürfel habe ich jetzt noch? 2 waren das oder so, ne? Ja. Und bekomme ich durch Krone dann nicht auch noch? Diese 2 Bonuswürfel bekommst du durch Chronokinese. Ich muss einmal kurz in deinem Charakterbogen etwas prüfen, weil ich habe da so eine Ahnung. Ja, dein Bandana lässt du aber noch an, ne? Ja, was Bandana habe ich noch an, ist ja noch nicht kritisch. Ja, okay. Das ist ein Gewichtsbandana. So. Ist genau, das Gewichtsbandana. Okay, ich glaub, also ein Hazard, 9 reguläre, 2 Bonus, ja? Ja. Köpsen hat wahrscheinlich die falschen Fenster geschlossen. So. Okay. Ich habe keine. Also. Habe ich eine Menge Einsen gewürfelt. Du hast eine Menge Einsen gewürfelt. Ist aber nicht so tragisch. Du hast trotzdem nur eine 43. Holy moly. Ich habe leider dich nicht gefragt. Möchtest du auch den Leuten ins Gesicht schlagen oder ist es dir egal? Nee, ich schlag immer aufs Gesicht. Okay. Ich schlage immer aufs Gesicht. Dann machen wir das einfach so, dass wir da die 6 abziehen. Das heißt, auch du darfst einmal Stärke würfeln und 3 Bonuswürfel dazu nehmen. Stärke, Bonuswürfel, du bist 3. Und du triffst. So, das... Würfel echt viele Einsen. Das war wirklich also unglaublich. Also... Leute, hier im Chat, eine 2 im Hazard Die. Die Basis für 4 Würfel sind 1, 2, 1, 1. Und dann 3, 3, 1 als Bonuswürfel. Das ist ja. Das ist ganz schön scheiße, ne, Dalu? Heute ist nicht Drakas Tag. Nicht schlimm, ich halte eine Menge aus. Schläfst du wieder jetzt oder was? Das Einzige, was Dalu hat, nicht kann, würfeln. Das ist tatsächlich. Wow. Krass. tu mir bitte den Gefallen, würfel den Wurf bitte nochmal neu. Also es ändert was, siehst du? Oh, es ändert was. 23. 23 heißt immerhin, du würdest nicht mit einem Schlag sie töten, außer 13. Also du würdest sie stark verletzen, ne, wie den anderen Typen vorhin, der von Gerbsen eine Klatsche gekriegt hat. Da musste er auch 2-3 Mal drauf. Es sei denn, du würdest Adrenalin ausgeben, weil jedes Mal, wenn du Adrenalin für deine Stärke ausgibst, triggert das bei dir das Demigod. deine biologische Abnormität. Dann hättest du nämlich da Rage of Gods und dann würdest du insgesamt 6 Würfel auf den Schaden kriegen. Also du weißt, du kannst dich da durchboxen, ja, würdest halt öfters zuschlagen, weil du halt nicht diese robotischen Krallen hast, aber du weißt, dass du theoretisch ein paar One-Shotten kannst. Aber du sagst ja, das ist noch nicht so heikel, ne?
Ja, aber das Bandana kann ich ja noch auflassen, aber Adrenalin kann ich ja schon mal nutzen. Ja, dann würdest du da auch One-Punch-Man-mäßig die Backpfeife. Ich muss ja auch mal was zeigen. Also ich muss dir ja auch mal zeigen. Was darf ich machen? Dann darfst du noch mal 6 Würfel dazu rollen. Auf Bonus, auf Stärke. Einfach nur, genau, Stärke. So 6 wie du gerade gewürfelt hast. Okay, und was ist, wenn ich mein Bandana ablege? Dann kommen noch mal 2 drauf, ne? Ja. Okay, ich lege mein Bandana jetzt auch noch ab. Ich muss meine Gruppe glaubt hier nicht an mich. Ich muss jetzt. Dann nochmal das, was. Hast du gleich noch Klamotten an oder ist der nackt da? Oh Gott. Nein, er hat nur das Bandana abgenommen. Okay. Und um es jetzt ganz einfach zu halten, du klickst auf Stärke. Ja. Dann nimmst du insgesamt das dann die 3 plus die 6, 9. Plus 11 Bonuswürfel sind das dann. Kann man machen. Ja. Ich wollte jetzt noch was machen. Das ist jetzt dann die Hardcore-Version. Das ist dann, okay, das ist das Potenzial, das ist eine 59. Und da ist noch viel Luft nach oben. Wenn man besser würfelt. Ja, du klatscht. Das war Konstitution übrigens. Das Konstitution, ja. Das, entschuldige. Genau. Hat sich aber. Stärke ist noch ein Würfel mehr. Ich wollte gerade sagen, du hättest sogar noch einen Würfel mehr. Aber war meine Schuld. Ja, dann 10. Lassen wir es so, oder? Oder willst du, soll ich nochmal würfeln? Okay, nein. Ja. Es geht ja nur darum zu wissen, also du hast so bei deinem Adrenalin mit deinem Buff, den du hast und das Bandana ausgezogen, kriegst du ohne Probleme One-Shots hin. Und kannst dich genau wie Chigo da durchschnetzeln. Nur, dass das bei dir halt die bloßen Fäuste sind, ohne Krallen. Wie langweilig. Es ist aber Zeit, dass du was zeigst dir. Ja. Julie. Mhm. Du kannst dich auch im Nahkampf da beteiligen. Mhm. Weil Drakkar und Chigo sind zwar richtig gut und knallen da ohne Probleme durch die Menge. Aber es ist halt die Menge, die da gerade das Thema ist. Möchtest du dann auch da loslegen mit deinen Schwertern? Ja, und zwar, ich bin ja so schnell wie der Schatten und deswegen würde ich vorsprinten, an vielen von denen vorbei und sie von hinten erdolchen. Gibt es überhaupt einen hinten? Ich hoffe es. Gibt es überhaupt nicht. Ich mal durch, bitte. Ich wollte gerade sagen, das ist so, als würdest du mal, ich wollte gerade sagen, das ist eher so Black Friday. Stage-Time. Gerade. Ich will das Überraschungsmoment nutzen. Wenn das ist, bist du weg. Ich versuche mein Glück. Ja, du versuchst dein Glück. Dann roll mal bitte. Roll bitte mal. Ich mich weinen, keine Sorge. Nahkampfwert. Nahkampf? Ja. Und da stand ja ein plus 1 dahinter. Ne? Ja, ja. Das kommt dann wieder bei den Bonuswürfeln rein. Also 1, 13, 1, 0. Ja, 1, 13, 1, 0. Genau. Hier, schaut mal da. Hazard Die 6 und dann eine 5. So sollte das aussehen. Und eine 57. Das heißt, triffst, würdest auf deinen Schaden 5 Würfel draufkriegen, auf deine Stärke, plus die Schwerter. Durch Dual Wielding kannst du 2 unterschiedliche Ziele angreifen. Wir haben wieder vergessen, einen Würfel abzuziehen für die Kopftreffer. I'm so sorry. Aber auch bei dir heißt das, du kannst die dank deiner Waffen one-shotten. Aber du kannst auch unterschiedliche Ziele angreifen in jeder Aktion. Das heißt, du kannst schling, schling. Ja, das also klingt 4 gut. Zerlegen. Ja, das würde ich gerne. Aber durch dein Ich riskier's, stehst du halt auch wirklich vorweg mitten in dem Pulk. Kann gut sein, kann jetzt aber auch schlecht sein. Jonathan schaut sich das ja an. Und Gerbsen steht auf dem Auto. Es würde mich jetzt noch interessieren, was ihr beide da tut, weil ihr seht, wie eure 3 wirklich, wirklich fucking kampferprobten Freunde richtig da reinschnetzeln. Aber die sind halt
3 gegen immer noch über 18. War schon weniger. Mehr haben die nicht geschafft. Das ist halt genau das Problem gerade, ja. Also, ich seh noch nicht, wie wir jetzt gerade das Kampfrunde, ne? Also, ja, also ich kann auch in einen Nahkampf gehen, aber ich habe auch, also angenommen, das ist ja ein alter Tunnel und da liegen ja, also beziehungsweise wir haben ja vorne, ich brauche halt irgendwas in der Hand, ich muss irgendwas finden. So, ich, mein Klappmesser, so in der Bewegung. Ein Ziegel. Ja, also Klappmesser würde ich nehmen. Also das Klappmesser, wenn Chico mir das wirft, würde ich das nehmen. Ich würde damit auch was machen. Aber ich habe halt sonst nichts. Ich kann ja nicht. Chico muss würfeln, auch werfen. Ja, ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen. Mit der linken Hand auch noch, weil ich bin mir ganz schnell. Irgendwas dabei, was auf eine große Fläche die Viecher erledigen kann. Ich habe nichts. Also im derzeitigen Zustand nicht, aber in dem anderen Zustand sollte ich nicht sein, wenn ihr, also nicht... Nicht in dem Tunnel. Nicht im Tunnel und nicht, wenn, also dann wird es schwer. Du kannst das auch willentlich tun. Ne? Ich kann meine Faust rausholen, meine Fist of Rage, oder? Ist das das? Kannst du Fist of Rage, dann kannst du mit einem, kannst du im Nahkampf auch mehrere Ziele angreifen. Und ich kann auch willentlich nur meine Faust verwandeln. Du kannst auch willentlich zum Beispiel nur deine Stärke verwandeln, ja. Du musst halt nur sehr gut würfeln. Ja, ich habe ja auch 8 Willenskraft. Also. Und, aber ja, also ja, würde ich versuchen. Okay. Okay. Dann würfeln Sie bitte Willenskraft. Ich habe das dringende Bedürfnis, einfach weiterzugehen. Ja. 45. Das reicht leider nicht für eine bewusste Teilverwandlung, aber es reicht für eine komplette Verwandlung in kontrolliertem Zustand. Das heißt, ihr kriegt hinter euch mit, wie Görbs, der extra vorher noch aufs Auto geklettert ist, ja. Es muss ja einfach noch eine Bühne geschaffen werden. Moment, der hat nur 15 cm über sich, oder? Ja, das Auto wird ein bisschen nach unten gedrückt, würde ich sagen. Das Auto wird nach unten gedrückt, er wird oben größer. Der arme Tim. Wir sind doch noch drin. Oh shit. Tim! Die Knochen dehnen sich, deine Muskulatur strafft sich, bläht sich auf. Aus deinen Fingern werden 3 Krallen, 3 große Finger mit riesigen Krallen. Die Augenlider ziehen sich zurück, die Augen werden schwarz, die Nase zieht sich hoch, das Gesicht stretcht sich, auf das du gar keine Lippen mehr hast. Riesige, spitze, dolchartige Zähne, die Ohren ziehen sich in den Kopf zurück, dass du echsenartig nur noch die Löcher im Schädel hast. Die Haut wird fahl, aber dennoch grau und dunkel, leicht schuppig. Deine Haare fallen dir einfach aus, wie so kleine Federn, die zu Boden rieseln. Der Nacken schwillt an, die Schultern breiter. Und aus deinem Rückgrat entsteht ein Meter langer, echsenartiger Schwanz. Deine Füße beugen sich nach vorne in die Zehengängerposition. Du wirst effektiv zu so einem riesigen Killer-Croc-artigen Geschöpf. Und ab jetzt verwendest du dann deine gesamten Modifikatoren, die ich dir dahinter deine Attribute gesteckt habe. Das heißt, es sieht jetzt aus von der Muskulatur her, als hätte man einen normalen Menschen wie Gerbson genommen und hätte die gesamte Muskulatur von Drakkar nochmal da dran geklebt. Ja. Also, selbst deine Muskeln haben Bizeps. Hey, so sieht er fast besser aus. Und weiß nicht. Du grollst, weil du hast keinen normalen Stimmbänder mehr, du kannst nicht mehr reden und es scheppert durch den Tunnel. Die Pandora-Infizierten, die interessiert es natürlich nicht, die sind nicht empfänglich für Furcht, auch wenn sie in dieser Situation jetzt mit euch da Furcht empfinden sollten. Aber stattdessen hörst du, wie dir geantwortet wird. Und ihr hört
aus der Dunkelheit hinter den Marionetten, hinter diesen Statisten von Pandora-Infizierten etwas Dunkles, Riesiges und eine rattenartige Kreatur, die genauso verfault und verfallen aussieht wie die Pandora-Infizierten, kommt aus einem Loch deutlich, deutlich weiter den Gang entlang, als wäre es da gegraben worden, gar nicht einsehbar aus eurer Perspektive. Es kommt aus diesem Loch heraus und ihr stellt fest, deswegen sind die Pandora-Infizierten hier drin. Die haben nicht das Ende aufgebrochen, die sind durch einen gegrabenen Tunnel gekommen, gegraben von diesem Vieh, was gebückt ohne Probleme an seine 3 Meter kommt und riesige Krallen hat und missgestaltet, unkoordiniert in eure Richtung schaut und dann einige Pandora-Infizierte unter den Fäusten zermatscht, während es auf euch zugerannt kommt. Und mit diesem wunderschönen Gedanken danke an die, die bei YouTube zuschauen, und hier gehen wir in eine kurze Pause für einen Bio-Break. Yeah. Und sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Bis gleich. Gleich.